Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie so oft bedanken. Denn der liebe Fapse oder die liebe Fapse, bin mir gar nicht so sicher, hat eine Mitgliedschaft via Steady abgeschlossen über 3 € monatlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Fapse. Und dann gab es noch eine Spende über 10 € und zwar vom lieben Martin. Vielen lieben Dank, Martin, mit der Nachricht für deine Hochzeit. Grinse, Smiley, du bist der Beste. Du bist der Beste, Alter. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Freue ich mich wirklich riesig. Was ihr nicht wissen könnt, ist, wir werden auf der Hochzeit nennen wir es mal Box hinstellen, wo Angehörige Umschläge reinpacken können. Und da schreiben wir drauf unten, wer ist das? Also Camping, Campingurlaub oder Karibik? Mal gucken, wo wir landen werden. Also Martin, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank. Kleiner Schritt Richtung Karibik. Bevor die Episode losgeht, möchte ich euch noch ein paar Worte zu eben dieser Episode sagen. Das wird eine sehr, sehr geile Episode, denn Dr. Thomas Peschel ist zu Gast. Und der liebe Bruder Sick ist zu Gast. Das bedeutet, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Arzt Deutschlands für Reinstoffvergabe in Sachen Diamorphin und der bekannteste Ex-Heroin-Konsument nach Christiane F. In einer Episode, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Es gibt trotzdem eine Sache, die ich vorher ansprechen möchte. Nicht, dass ihr euch in der Episode erschreckt oder sowas. Einer von uns dreien hat vergessen, sein Handy auf Flugmodus zu machen. Deswegen gibt es zweimal so ein bisschen Störgeräusche. Und ich habe ein Mikrofon auf dem Tisch liegen gehabt, weil ich nicht genügend Lavalier-Mikrofone hatte. Der Tisch ist ein Glastisch und es passiert so 3, 4 Mal über die ganzen 2 Stunden, dass auf eben diesem Tisch ein Glas abgestellt wird. Das heißt, bitte wundert euch nicht, wenn es auf einmal klonkt. Das ist mir super unangenehm, aber ich möchte, dass ihr das wisst und euch nicht mitten in der Episode hardcore-mäßig erschreckt. So. Ansonsten ist das eine sehr werthaltige Episode, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ich bin super, super dankbar, dass das geklappt hat mit den beiden und bin echt auf euer Feedback gespannt. Das könnt ihr mir nämlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder auf Instagram oder auch via E-Mail. Ich bin sehr stolz auf die Episode und bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Und bevor wir jetzt rübergehen, weißt du, was kommt? Nämlich ein Satz, den wir alle, auch ich, viel zu selten hören, nämlich du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Heute eine ganz besondere Episode. Ich bin nicht allein, bin ich ja eh nie, aber ich habe den Arzt, der die erste Diamorphin-Praxis in Berlin eröffnet hat, am Start, Dr. Thomas Pechel. Einen wunderschönen. Ja, dir auch. Hallo, herzlich willkommen. Und den Mann brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Online-Prävention, sein Jetzt bin Urgroßvater. ich schon Urgroßvater. So lange ist es doch nicht her, aber ja. Der liebe Sick von Schorestein Papier in der Haus. Ein wunderschön. Ja, was machen wir heute? Wir reden selbstverständlich über Diamorphin, beziehungsweise über die Diamorphin-Vergabe und durften gerade schon einen kleinen Rundgang durch deine Praxis haben. Vielen lieben Dank dafür. War super spannend. Ich würde heute gerne ein bisschen mit dir darüber quatschen, wie bist du
zu dem Thema gekommen. Erstmal vielleicht, warum bist du Arzt geworden? Ui, da muss man ja richtig früh anfangen. Ja, warum bin ich Arzt geworden? Das ist eine gute Frage. Ich komme nicht aus dem Arzthaushalt, also in meiner ganzen Familie gab es keine Mediziner, aber ich hatte einen kranken Opa, irgendwann so gegen, als ich so aufs Abitur zugegangen bin, und den habe ich immer ganz gern gepflegt, irgendwie in einem Krankenhaus besucht. Und was mir im Krankenhaus besonders gut gefallen hat, war der Geruch da. Also Echt? irgendwie dieses Bonawachs, irgendwie diese Bonawachs-Kombi mit Reiniger. Desinfektionsmittel, das hat mir gefallen und mir irgendwie wohlgefühlt. Und dann hatte ich, habe auch früher viel Klavier gespielt und habe immer Schwierigkeiten manchmal mit dem Sehen und war bei so einem Arzt für Musiker. Und dann dachte ich so, Mensch, das wäre doch super, das zu verbinden, dann werde ich Arzt für Musiker. Und habe dann auch noch Musik studiert, also Klavier und Medizin, weil ich, das war eigentlich mein Berufsziel. Weil der Musiker, wenn er Probleme hat, dann ist es meist so im motorischen Bereich, das ist so Hochleistungsmotorik. Um das besser zu verstehen, dachte ich, werde ich Neurologe. Und dann bin ich in die Neurologie gegangen. Und in der Neurologie habe ich mich relativ schnell auf Bewegungsstörungen spezialisiert und war dann so ein Spezialist für Parkinson. Und da habe ich so entdeckt, dass mir das Begleiten von Menschen Spaß macht. Weil das ist jetzt keine 5-Minuten-Medizin in dem Sinne. Oder wie so ein Chirurg, der macht dann was heil und sieht den Menschen nie Nie wieder. wieder. Und ich habe da so gesehen, ach, das gefällt mir, wenn ich die so begleiten kann und so als Arzt dabei bin. Und dann habe ich immer unterschieden, es gibt sozusagen Ärzte und Mediziner. Also die Mediziner sind halt diejenigen, die dann so die Pillen machen, so das Medizinische. Und das Ärztliche war für mich immer so ein bisschen ganzheitlicher. Also wenn jemand zum Beispiel eine chronische Krankheit hat, ist die Medizin innerhalb von 5 Minuten erledigt. Pille hoch, runter, eine zu, eine weniger. Aber die Hauptaufgabe aus meiner Sicht war, ein Krankheitsverständnis oder eine Annahme von einer Krankheit mitzuentwickeln. Weil das Leiden der Menschen war oft größer, so eine, sozusagen eine Diagnose zu haben, als die Krankheit selber. Die konnte man vielleicht gut behandeln, aber es reichte schon, wenn es hieß, ich habe Parkinson. Oh, da kann ich ja dann irgendwann sterben oder es wird schlechter. Ja. So, und dann ist die Lebensqualität dahin. Und als Neurologe musst du dann halt nochmal ein Jahr in die Psychiatrie. Und da bin ich dann, haben die Neurologen mal gerne auf die Suchtstation gesetzt, weil man da viel Medizinisches hatte, Blut abnehmen, Aufnahmegespräche machen und Infusionen anhängen und sowas. Das konnten wir halt alles gut. Und da habe ich dann auch festgestellt, Mensch, bei den, das waren vor allem Alkoholiker, bei den Alkoholikern ist das ja auch so ähnlich. Machen was, also nehmen was ein, weil irgendwas anderes nicht funktioniert. Also ich habe dann immer gefragt, so nach dem Motto, wogegen trinken Sie denn Ihren Alkohol? Das war dann immer so meine Einstiegsfrage. Und naja, dann habe ich so gesehen, Spannende Frage auch. eigentlich Ja. ist die, eigentlich ist die Psychiatrie eher das Fach, wo ich lerne, wie kann ich denn den Menschen irgendwie so eine Annahme vermitteln. Und dann kam ich in die Heroinambulanz. Das war 2006. Da war es ja so, dass es da dieses Modellprojekt gab, was 2002 begonnen hatte, also die sogenannte Heroinstudie, wo man halt schauen wollte. Die Deutschen sind ja besonders gründlich, also ihr erinnert euch, Ende der 90er Jahre, große Drogenszenen um die Bahnhöfe herum, Zürich, Platzspitz, Christiane F. mittendrin und so weiter, Hannover Waschplatz, HIV, genau, mein Viertel. HIV-Epidemie, Hepatitis C und so. Und dann hatte man gesehen, Menschen, Methadon haben wir zwar, aber hilft irgendwie nicht richtig. Gibt immer noch Menschen, die davon Das nicht gab's schon. profitieren. Ja, Sorry. das gab es ja Anfang der 90er, wurde das langsam eingeführt. Und dann hatten die Schweizer hatten ja schon gute Erfolge mit dem Heroinprogramm erzielt. Und dann haben die Städte Frankfurt und Hamburg und auch Hannover haben gesagt, wir müssen so ein Modellprojekt machen. Damals gab es eine rot-grüne Bundesregierung, die hat dann das Geld sozusagen dafür bewilligt. Und dann sind 2002 diese Modellprojekte an den Start gegangen. Und da konnte man dann eben Heroinabhängigen dann eben Heroin, damals noch nicht auf Rezept, sondern im Rahmen dieses Modellprojektes dann geben. Und da gab es eben verschiedene Zentren. Eins davon war Hannover und das war dann eben so von den Ärzten geführt, die auch an der medizinischen Hochschule tätig waren. Also das ist die Uniklinik da. Ja. Wer war da einer der Vorreiter?
Naja, einen richtigen Vorreiter würde ich sagen, gab es nicht. Das war geleitet von dem CIS, Zentrum für Suchtforschung in Hamburg. Die haben sozusagen diese Studie gemacht. Ein Professor Hasen war da maßgeblich beteiligt und das war eigentlich eher so die Begleitforschung. Man hat ja gesagt, man vergleicht jetzt die eine Gruppe, die kriegt Heroin, die andere kriegt Methadon. Es wurde vorher gelost, wer in welche Gruppe kommt und der das Methadon losgezogen hat, der durfte nach 12 Monaten dann auch in die Heroin Gruppe einsteigen. Aber wir haben damals relativ viele aus der Methadongruppe verloren oder im Knast nachuntersucht, während die in der Heroingruppe alle irgendwie gesünder geworden sind. Und für mich war damals sozusagen das Eindrücklichste, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ich hatte ja auch erstmal einen normalen Vorurteil gegenüber Junkies und muss mein Fahrrad da irgendwie abschließen oder am besten Zweimal. gar nicht mitbringen, so, ne, weil das wird ja dann eh geknackt. Und dann haben wir halt gesehen, Mensch, denen geht's ja gut, die sehen gesund aus, die sind stabil, die wollen gar nicht mehr, die gehen eher mit der Dosis runter. Wenn sie entgiften gehen, dann kriegen die so komische Symptome, die kenne ich aus der Psychiatrie, also Traumafolgestörungen, innere Leere, so ein permanentes Angespanntsein, Abscannen der Umgebung und solche Symptome. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir denn hier eigentlich? Das ist ja irgendwie, eigentlich ist ja wie eine Medikation. Und ich erinnerte mich halt damals an die Parkinson-Patienten, also ein Parkinson-Patient, dem man frühzeitig das Medikament gibt. Beim Parkinson ist ja so, fehlt so ein Stoff oder der wird weniger, so eine degenerative Erkrankung und den kann man ersetzen. Dopamin, L-Dopa. Wenn er jetzt Tablette geben, dann wenn ich das dem gebe, ist der wieder ganz normal. Also dem geht es dann wieder gut. Sieht man keine Symptome, jedenfalls körperlich an. Ich so das Gefühl, ist beim Heroin fast genauso, ne? So, als ob die da einen Mangel haben. Also das war irgendwie ganz eindrücklich. So, man nimmt den auf, am nächsten Tag schon beim Friseur gewesen, am Ende des Monats auch immer Geld in der Tasche. Die waren alle ganz begeistert. Ja, das ist immer was Neues dann und das ist so, sind so auch so Schlüsselmomente dann für den Betroffenen. Also denke ich mir, wenn ich am Ende des Monats als Schwerstabhängiger noch Geld übrig habe von meiner Sozialhilfe, dann läuft das richtig, oder? Genau. Dann läuft das auf jeden Fall Wer richtig. das, wer, wer das bei dir auch? Also bei mir hätte das bestimmt auch funktioniert, das Diamorphin. Ich habe es vorhin, haben wir bevor die Kameras gelaufen sind, auch schon gesprochen. Das Methadon war nie ein Ersatz für mich. Das war eine Behelfsmedikation, einfach aus der Angst heraus, nicht genügend Geld zu haben. 5 Gramm am Tag sind halt nicht ebenso bezahlt. Ich habe auch noch andere Sachen, die ich gerne möchte, brauche, wie auch immer. Sei es nur schlafen, essen oder sonst was. Also, das hätte funktioniert, aber das Methadon oder auch Polamedon war von der Emotion, die mit dem Stoff kommt, nicht identisch mit dem Heroin. So, also das hat nie dieses Wohlgefühl, das war die falsche Medikation für Ist mich. ja auch eine andere Substanz. Genau, es genau. ist auch ein Opiat. Die meisten denken, ja, ist so ein Opiat, das ist Nee, doch es ist dasselbe. sogar ein Opioid. Oder ein Opioid. Also der Unterschied kennt er Klar. zwischen Opiaten und Opioiden. Die synthetische Herstellung ist der Genau, Unterschied, oder? synthetisches Opioid und Opiat ist immer abgeleitet aus dem Opium, also aus dem Ja. Schlafmohn direkt. Das ist das Morphium beispielsweise und das Diamorphin. Das sind Opiate Aus dem und Schlafen. die Pola beispielsweise und auch Subutex, das sind halt Opioide, also Okay. synthetisch hergestellt. Synthetisch hergestellt. Liebe Grüße an Deswegen Dr. die. Hogan an der Stelle. Durch den habe ich das nämlich das erste Mal überhaupt mitbekommen. Er hat immer so einen Spruch: Jedes Opiat ist gleichzeitig ein Opioid und nicht, aber nicht jedes Opioid ist auch gleichzeitig ein Opiat. So. Genau, mittlerweile ist die Obergruppe, sagt man Opioid, deswegen ist es nicht falsch, aber früher war es ja auch so, dass selbst in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung stand, dass man das nur zur Opiatabhängigkeit einsetzen darf. Und mittlerweile gibt es ja Menschen, dann hätte man ja sagen müssen, das sind dann nur die Heroinabhängigen, aber mittlerweile gibt es ja auch schon Leute, die werden ja nicht vom Heroin abhängig, sondern vielleicht sogar von Pola, weil sie es auf Partys irgendwie einnehmen. Und dann gibt es ja auch Opioidabhängige, die hätte man dann ausgeschlossen. Also die Deutschen sind dann ja extrem genau, was sowas angeht, dann. Das ist jetzt akademisch, aber es hat am Ende vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich dann auch die Wirkungen unterscheiden. Weil eigentlich ist ja sozusagen der Heroinabhängige, der will ja Heroin haben. Und dann hat man ja sozusagen diese Substitution war ja immer nur, ich gebe dir Damit ich was so schon so ähnlich ist ungefähr. vielleicht, Ja, oder das sagst du. so ein Ersatzstoff, also so nach dem Motto, die Droge ist ja das Problem, jetzt muss ich irgendwie so einen Ersatzstoff geben und der muss dann bestimmte Charakteristika haben, irgendwie lange wirken, synthetisch herstellbar sein, oral, also zu trinken sein Trinken. beispielsweise, damit man nicht spritzen Ach so, damit es ja soll. kein IV-Konsum gibt.
Genau, das war ja die Idee. Ich habe es André vorhin kurz erzählt, ne, wie man muss, ich finde immer ganz wichtig, manchmal die Dinge geschichtlich zu verstehen, weil ist ja die Frage, wie hat man auf die Konsumenten damals geblickt? Da hat man gesagt, das sind charakterlose, willensschwache Menschen, die halten den Entzug nicht aus. Und deswegen werden sie nicht clean. Also müssen wir ihnen was geben, dass sie nicht entzügig werden. Und da war halt Methadon damals noch aus dem Zweiten Weltkrieg gut bekannt. Konnte man super herstellen. Wie hieß es nochmal? Das Adolfin. Adolfin hieß das. Adolfin hieß Methadon. Ja, Methadon, weil es eben im Zweiten Weltkrieg die ganzen Soldaten gekriegt haben. Weil es halt eine super Schmerzlinderung macht, synthetisch herzustellen ist. Alles ist egal. Und dann noch die Ampel dazu, ne? Das genau. Amphetamin ja, dazu, sagen, dann, also damit sie richtig die Panzerschokolade und die richtig genau, geschoben und wird. Die damaligen Psychiater hatten schon gewarnt, hat gesagt, mach das nicht, weil das so schwere Entzüge macht. Also das ist viel schwerer als ein Heroinentzug, sind die Entzüge, wenn jetzt jemand abhängig geworden ist, dann von Methadon beispielsweise. Und was wir jetzt im Laufe der Jahre noch kennengelernt haben, war ja, dass es eben auch Nebenwirkungen hat, die ja Wirkungen sind. Also diese Antriebslosigkeit, die ja oft den Patienten zugeschrieben wurde, die haben ja eh keinen Die Bock kam und von der Medikation. Hinterneos ist aber eigentlich eine Nebenwirkung der Medikation, Ja. weil ich so eine Filterwirkung habe, dass mich viele Reize nicht so erreichen und wenn mich der Reiz nicht erreicht, dann will ich nicht interagieren. Also ich sage immer, wenn das Wetter draußen schön ist und ich das aber nicht spüre, sondern nur sehe, dann zieht es mich auch nicht Stimmt nach raus, draußen. ne? Ne, dann ist das wie so So ein bisschen wie in der Depression, ne? Also bei Also Methadon oder Entschuldigung, Methadon oder Polamidon hatte immer auch die Nebenwirkung durch diese Antriebslosigkeit, dass ich eher wieder zum Koks gegriffen Genau. habe, einfach um Antrieb zu kriegen, Genau. um Schub zu kriegen, um überhaupt irgendwas zu machen. Ansonsten bin ich ganz oft nach der Vergabe nach Hause gekommen. Eine Stunde später habe ich schon Genau. schielend auf dem Küchentisch Ja. gelegen und die Kippe ist einfach im Aschenbecher abgebrannt. Na, und das Schlimme ist auch, das ist das eine, das ist glaube ich, ganz wichtig, dass es dadurch ja zum Zusatzkonsum erst kommt, Ja. weil man diesen Zustand nicht mag. Ja. Und der Zustand ist dummerweise auch immer gleichbleibend. Also das Zeug wirkt ja so lange, weil es so eine lange Halbwertszeit hat, sodass sich eigentlich nichts ändert. Nee, Und das ist das wie Flatline, das ist wie tot. ist ja Also. völlig menschenuntypisch. Der Tag hat ja verschiedene Abschnitte, da ist mal was Schönes, also da passiert ja was. Ja. Und mein Eindruck war dann manchmal, dann nehme ich halt mal andere Substanzen, damit ich von außen wenigstens irgendwie mal eine Veränderung reinkomme, sei es Alkohol oder Pillen oder Koks, um hochzukommen, Ja, also sodass. sediert, noch mehr sediert habe ich mich eher weniger. Ich hatte zwar auch Heroin-Beikonsum auf mit, also wenn ich die volle Ladung und auch ein paar Tage am Stück abgeholt habe. Ich Ja. habe halt oft dann einfach unterbrochen, bin 3 Tage nicht hingegangen. Ja. So 3 Tage nur auf Koks unterwegs, okay, und jetzt kann ich das eben gebrauchen, wenn diese warme Welle kommt, okay, abschalten. Aber wirklich, dass das ein Ersatz für mich gewesen wäre, auf gar keinen Na, Fall. ich Aber finde, das daraus, ist kein guter Ersatz ich eigentlich. wollte gerade sagen, daraus ergibt sich ja eine gute Frage. Wir haben ja verschiedene Substitute und natürlich drängt sich mir die Frage auf, warum denn nicht gleich eine Diamorphinvergabe? Warum diese Ersatzstoffe und wo ist der wesentliche Unterschied auch innerhalb Okay. der Substitute? Also dann vielleicht nochmal, um anzuknüpfen an das Geschichtliche. Man muss ja immer sehen, wie das Bild ist von den Menschen, die jetzt sozusagen diese Suchterkrankung haben. Es wäre ja 1950, 1960 unvorstellbar gewesen, dass man sagt, der Heroinabhängige kriegt Heroin. Das macht ja erstmal auf den ersten Blick auch Auch keinen gar keinen Sinn, Sinn, wenn ja. man denkt, das ist das Problem, also die Substanz ist das Problem, dann gebe ich dir das doch nicht. So wie den Alkoholabhängigen Alkohol geben, dem Zigarettenabhängigen Aber Nikotin. wo zum Teufel ist es denn besser, die Substanz zu wechseln, die genauso dreckig und noch dreckiger abhängig macht? Also körperlicher Entzug von Methadon ist die absolute Hölle. Die Naja, zieht sich über Wochen, Monate. man dachte, das hat man damals ja nicht auf dem Schirm gehabt. Man dachte ja wirklich, man tut den Leuten was Gutes. Gutes, ja. Ne, das Aber muss wenn man. man wirklich gründlich darüber nachdenkt, sollte man verlagert doch nur, man nimmt doch nur eine andere Substanz und das Leben der betroffenen Na, Patienten aber ihr verbessert dürft sich nicht doch gar vergessen, nicht. dass man ja, also die Sucht war, ist ja charakterisiert, ich will immer mehr davon, ich vernachlässige meine Interessen und so weiter. Das sind ja die Definitionen davon. ICD-10. Und ein großer Teil, das hat man ja erst gesehen, also ich meine, das ist ja das Tolle an diesem Heroinprogramm oder Diamorphin dann letztendlich, das ist ja das erste Mal, dass man eine Suchterkrankung mit der
sozusagen suchtauslösenden Substanz behandelt. Und dann sieht man halt, also zum Beispiel hier in der Praxis können die Patienten so viel haben, wie sie wollen, das sagen die halt an. Also ich sage, wenn ich eine unrealistische Milligrammzahl gesagt wird, dann schreite ich halt ein, aber es kommt eigentlich nicht vor. Da sieht man halt, die Dose steigert sich nicht. Also diese Toleranzentwicklung gibt es zwar, aber die stoppt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ab dem Zufriedenheitsgrad, wenn die Medikation gar nicht da. Stimmt. Und sagte mal, stand vor der Scheibe, sagt, das glaube ich ja gar nicht, dass ich jetzt sage, ich will nicht mehr. Ja, obwohl ich noch mehr haben könnte. Also das ist dann eben wie eine Medikation letztendlich. Aber das hat man ja erst so dann gesehen. Das wusste man vorher nicht. Vielleicht können wir ganz kurz an der Stelle, also das ist nämlich gut, dass du das sagst, auch geschichtlich. Sucht wurde ja irgendwann in den 50ern, 54, glaube ich, nochmal unterteilt in Abhängigkeit und Missbrauch. Und dann 2013 zum Sammelbegriff Substanzgebrauchsstörung nochmal abgeändert. Das heißt, ja, so weit sind wir ja dann da vielleicht auch noch gar nicht in der medizinischen Betrachtung. Es hat ja da wahrscheinlich erst Ende der 90er... Wir haben 25 Jahre gebraucht, um das mit dem Methadon und so zu verstehen, ne? Dass das nicht die Lösung ist. Nee, das ist aber... Sorry, dass haben wir gedacht, unterbreche. Wir ja gut, also ehrlich gesagt muss ich sagen, das, was ich jetzt hier sage, ist jetzt nicht unbedingt die Lehrmeinung. Also es ist jetzt nicht der Mainstream. Das sind aber meine Erfahrungen jetzt mittlerweile von auch 15 Jahren, die ich das mache, vielen Menschen. Das können zum Beispiel auch Ärzte, die jetzt Methadon verschreiben, gar nicht nachempfinden, weil die sehen ja im Regelfall die Patienten, wo es läuft, weil die anderen haben sie meistens rausgeschmissen. So, und dann nicht hat man, selber. Ja, dann hat man, oder die sind selber gegangen und dann hat man immer das Gefühl, das funktioniert doch. Wieso brauchen wir noch was anderes? Und ich habe auch hier damals in Berlin, die guckten ja auch alle komisch, jetzt kommt da einer aus Hannover und will uns in Berlin sagen, wie das jetzt mit dem Heroin da geht. Das war ja am Anfang nicht so einfach, aber ich habe gesagt, ich bin eine Ergänzung. Ich bin für die zuständig, die ihr alle nicht mehr behandelt oder die es gar nicht zu euch geschafft haben, weil sie nicht davon überzeugt waren, dass das die richtige Substanz ist. Das war sozusagen die Motivation. Deswegen ist das eben sozusagen, weil es so wenig Ambulanzen gibt und so wenig Menschen, die damit behandelt werden, hat man das noch gar nicht, ist das noch nicht so durchgedrungen, dass sozusagen nicht die Droge das Problem ist, sondern die Illegalität. Das muss man halt immer wieder betonen. Die Substanz ist eine gute, also die ist ja ein Schmerzmittel. Das viele wissen auch gar nicht, in England ist es noch nicht mal verboten. Da kriegen das Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen, als Schmerzmittel. Diamorphin, ja, also Heroin kriegen die gespritzt in einen Muskel, weil es halt so schön schnell wirkt und so schön schnell schmerzlösend ist und eben auch entspannend ist. Oder sogar Kinder kriegen das da, wenn die so einen akuten Bauch haben, weil es einfach so eine schnelle Wirkung hat, die Schmerzen zu lindern. Und ich sage mal, das ist halt gegen seelische Schmerzen eins der besten Mittel, was es gibt. Aber nichts mehr tut weh. Nichts mehr tut weh in der richtigen Dosierung. Es gibt keinen Schmerz, der noch ganz irgendwie schmerzt. Ja, und deswegen, das muss man mal wissen, also dass das eben zum Beispiel in England bis heute nicht verboten ist. Da kann ich das noch verordnen. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Oder zumindest nicht verordnen im Sinne von mitgeben, aber im Krankenhaus auch verabreichen. Und die haben es auch erfunden, sozusagen, die heroingestützte Behandlung. Ein John Marks aus Liverpool. Das ist in dem Buch, was ich dir vorhin gezeigt habe, sehr schön nachzulesen, dass der halt gesagt hat, Mensch, ich gebe denen jetzt mal das Diamorphin, habe ich ja. Und dann haben die halt in Liverpool festgestellt, ist hier super, funktioniert ja. Die haben wieder gearbeitet, die Leute, die haben sich erholt und so. Also da hat man das erste Mal gemacht. Und dann sind damals nämlich die Schweizer nach Liverpool zu dem John Marks gegangen, haben sich das da angeguckt, um dann ihre Programme in der Schweiz zu machen. Die haben ja 15 Jahre vor uns gestartet. Also die haben 15 Jahre länger Erfahrung als wir. Die Schweiz ist sowieso, also auch was, also wenn wir mal vom Heroin weggehen, auch was Cannabis angeht, also ich habe immer das Gefühl, dass die Schweiz uns locker 10, 20 Jahre voraus ist. Und die lachen ja teilweise. Die sind da sehr pragmatisch, ja. Also das deswegen, das muss man wissen, so hat sich das entwickelt. Und so muss man dann eben auch gucken, welche Substitute gibt es. Das war ja deine Frage, ne? Die verschiedenen Substitute. Und zum Beispiel Österreich hat seit 30 Jahren Morphium als Hauptsubstitut, weil die haben gesagt, naja, okay, also Heroin können wir auch nicht geben, was ist denn am ähnlichsten? Ah ja, Morphium, also aus Morphium wird das ja raussynthetisiert. Und in Österreich ist es halt so, dass 60, 65% der Menschen da halt
retardiertes Morphium als Hauptsubstitutionsmittel nehmen, weil es da die Tradition gibt. Und bei uns ist es genau umgekehrt, da ist die Tradition mit Methadon, also nehmen ungefähr 70% halt ungefähr Methadon, 25% Buprenorphin und der Rest halt, in Deutschland ist ja erst seit 2014 das retardierte Morphin zugelassen, ist verschwindend geringer Anteil. So, also es hat teilweise dann historische Gründe, politische, länderspezifische Gründe. Irgendeiner hat das dann mal entschieden, hat gesagt, hier, nimm doch mal Morphium. Und so kann man sich das erklären, dass erstmal es nur so wenig zugelassene Substitute gibt. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist Methadon eigentlich gar nicht so ein günstiges vom Wirkprofil her. Irgendein Patient hat mal gesagt, ist wie, wenn ich Methadon nehme, ist so wie Fernsehen ohne Bild und Ton. Dann kann man sich das irgendwie, hat ein schönes Bild. Also ich finde ganz gut, dann kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Macht gar keinen Sinn. So, das macht einfach keinen Sinn. Genau, und so hat sich das entwickelt. Und so kann man dann eben auch sagen, also ich würde halt sagen, wenn man so eine Rangfolge machen würde, ist halt Diamorphin, Heroin, die Substanz, die am besten die seelischen Schmerzen wegmacht, und dann kommt vielleicht das Morphium, wobei das Morphium ist halt so, dass es vor allem außerhalb des Hirns wirkt, das hat relativ wenig psychoaktive Wirkung, da gehen nur 1-3% überhaupt ins Hirn, das heißt, das ist das Mittel, was gut ist gegen körperliche Schmerzen, sag mal, Diamorphin ist gut gegen seelische Schmerzen, Morphium ist gut gegen körperliche Schmerzen. Und das Buprenorphin ist irgendwie so ein Mittelding. Also es hat ja auch nicht so eine starke psychoaktive Wirkung, aber hat am wenigsten Nebenwirkungen von allen. Sodass man halt sagen kann, okay, wieso nehmen die Leute solche Substanzen, beziehungsweise wem gebe ich jetzt was, würde ich immer abhängig machen davon, welchen Effekt er von dem Heroin hat, also welche Funktion das hat im Sinne der Selbstmedikation. Also wie stark ist sozusagen der seelische... Na, Schaden ist nicht richtig, wir sagen immer Störung, weil Störung kann man ja auch beheben. Ja, finde ich sehr sympathisch. Ne? Ja. Genau. Und das macht es nicht so endgültig. Ne? Ja, ist es ja auch nicht. Man kann das ja auch alles behandeln. Das ist ja gar nicht so, dass man da nichts machen kann. Aber erstmal ist das ein guter Einstieg. Und dann haben wir ja viele Patienten, die sich darunter stabilisieren, wieder arbeiten gehen, manche auch Vollzeit arbeitstätig sind. Und sobald dann das Leben einigermaßen ausgefüllt ist mit anderen Tätigkeiten, wir sagen mal sinnstiftenden Tätigkeiten, ne, dann ist es halt so, dass man es dann manchmal kombinieren kann mit anderen Substituten. Dann kommen die vielleicht nur noch einmal am Tag zum Diamorphin oder manchmal nur noch alle paar Tage. Dann kannst du den Satz nochmal wiederholen. Nee, der Kollege braucht ein bisschen Salz. okay, verstehe. Das heißt, wir haben hier eher Tradition vor wissenschaftlichen Erkenntnissen? Na, wissenschaftliche Erkenntnisse sind ja kaum gesammelt worden. Man hat es ja so gesetzt, hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir Methadon. Das funktioniert ja auch irgendwie bei ein paar Leuten und dann ergibt sich das. Also, wie heißt das so schön, die normative Kraft des Faktischen. Also irgendwann ist das Goldstandard, ohne dass es groß untersucht worden ist. Wenn man jetzt mal guckt, was ist wissenschaftlich gut untersucht, kann man sagen, Heroin ist extrem gut untersucht, also Diamorphin. Da gibt es internationale Studien mit vielen, vielen Patienten, die das dann verglichen haben mit Methadon. Und da hat das eigentlich immer am besten abgeschnitten. Wobei man auch immer gucken muss, was wird untersucht. Also die gucken halt, auch bei der deutschen Studie war es dann so, da wurde untersucht, wie wirkt sich das auf die Kriminalität aus, beziehungsweise auf den Beigebrauch von illegalem Heroin. Das kann man ja unterscheiden in der Urinkontrolle. Ist es jetzt Straßenheroin oder ist es sozusagen das pharmakologisch hergestellte Heroin? Und das waren immer so die Zielparameter, weil man ja immer davon ausgegangen ist, die Substanz ist irgendwie das Problem, man hat dann irgendwie das mit der Illegalität nicht auf dem Schirm gehabt. So, und das hat man eigentlich, finde ich, sehr gut gesehen, dass man, wenn man das legal, also von der Krankenkasse verschrieben, zur Verfügung stellt, dann habe ich mit einem Schlag all das, was es eigentlich so gefährlich macht, weg. Also, dass ich nicht weiß, wie viel Milligramm oder was da drin ist. Was ist überhaupt drin? Die Drecksstoffe, ich muss es mir illegal beschaffen, ich muss dafür meistens klauen gehen. Ja, weil es so teuer ist. Das ist ja genau das ist das Problem, nicht die Substanz selber. Und wenn man die dann in so eine Gefährlichkeits,
Reihe stellen würde, dann würde Heroin erst weit nach Alkohol und Nikotin kommen. Gibt es ja eine ganz bekannte Studie von David Nutt. Genau, wobei der hat das auch nicht richtig eingeteilt, weil da ist, finde ich, nämlich das Heroin auch noch viel zu weit oben, weil da das Illegale mit drin ist. Mm. Und wenn ich das Illegale rausziehen würde, dann würde Heroin weiter nach unten rutschen, weil es eigentlich, wenn es vernünftig verschrieben ist und wenn jemand sich damit auskennt, ziemlich ungefährlich ist. Es gab keinen Todesfall in dieser ganzen Studie, wo 1500 Leute mit beteiligt waren. Deswegen, das ist auch immer mein Plädoyer bei der Legalisierung, das ist immer so ein komischer Begriff, wenn man also kontrollierte Verschreibung oder kontrollierte Abgabe ist, da finde ich sinnvoller. Das muss man dann, oder regulierte Abgabe, man muss immer gucken, mit welcher Substanz habe ich es zu tun und wie mache ich dann die Regulation. Also finde ich zum Beispiel, dass das Diamorphin weiterhin erstmal in ärztliche Hand primär gehört, über alles andere kann man dann irgendwann reden, aber es ist einfach zu gefährlich, wenn ich es nicht vernünftig dosieren kann. Ich habe ja Morphium und so weiter, kriege ich jetzt auch nicht einfach überall, sondern verschreibt mir halt der Arzt. Vielleicht können wir ganz kurz bei den Streckmitteln bleiben. André, da hast du ja... also, kennt sich André bestimmt besser aus als ich. Sick, ja. Da hast du ja, da hast du ja Erfahrung. Wie, was findet man denn da alles drin? Also gibt es fürs Heroin und Kokain, gibt es, ich vergesse immer den Namen, das Babyabführmittel, das Babymagenpuder. Gibt es den braunen und den weiß? Mensch, wie heißt das denn? Manitol? Hm, Manitol ist halt so ein Ding, aber auch Zitronentee bei Backpulver. Heute manchmal, ne? Alles was mögliche. So Soßenpulver tatsächlich. Ich kann mich an eine Phase erinnern, in Hannover auf der Szene gab es 6 Wochen nur Heroin, was nach ganz extrem nach so Champignonsauce geschmeckt hat. Das hast du beim Aufkochen oder beim Rauchen direkt gerochen. Das hat einfach nur ganz extrem nach Pilz. Nach Pilze. Haben so eine 2-Kilo-Ladung irgendwie auf 5 Kilo hochgepeitscht mit Soßenbinder, mit Soßenpulver. Und die Szene in Hannover hat irgendwann mal, waren das ja 90 oder so, hat wochenlang auf diesen Stoff abgekotzt und es gab halt einfach gar nichts anderes. So. Was wir, das wissen auch viele nicht, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, aber ganz interessant, es gibt so Entwurmungsmittel, die sind oftmals auch im Kokain drin. Aus der Veterinärmedizin, ja. Genau, und warum die da drin sind, weiß ich gar nicht, aber die sind da halt drin, auch zum Strecken und die wiederum können sogar Autoimmunerkrankungen auslösen. Also bis hin zu bestimmten Herzschäden und so. Wir hatten jetzt eine Patientin, die ist sogar verstorben. Und da ist nachgewiesen worden, dass die halt durch den früheren Kokaingebrauch so eine Autoimmunerkrankung entwickelt hat, die man nirgends diagnostiziert hat. Die war in der Charité und so weiter. Und die hatte immer ganz komische Laborbefunde und der ging es auch nicht gut und hat schnell geblutet und so. Und dann wusste man nicht, was ist denn da los, bis man das halt, kann man sogar feststellen, dann so einen speziellen Antikörper bestimmen. Ganz spannend. Ah, okay. Und wir haben gesagt, das gibt es eben viel bei Kokainabhängigen, wo dann dieses Entwurmungsmittel drin ist. Muss, kriegt ja auch nicht jeder, aber kann passieren. Und kommt darauf an, über welchen Weg es, über welchen Weg es kommt, welche Leute es passiert, was ihre Methode ist zu strecken. Naja, also vielleicht kann, an der Stelle mal ganz, Kokain war ja auch eine, also meine Präferenzsubstanz und Levamisol ist halt aus der Veterinärmedizin, wird auch immer noch verwendet als Wurmkurmittel. Und das löst halt relativ schnell so Darmdruck aus. Mhm. Und das sind die Konsumenten halt gewohnt, dass es irgendwie schnell auf den Darm drückt. Das ist meistens auch Manitol. Weil das ist ein Babyabführmittel. Das ist ein Abführmittel. Deswegen, ich ziehe eine Nase und wenn ich 5 Minuten später das dringende Bedürfnis habe, aufs Klo zu gehen, also wirklich zu scheißen, weil du so eine Wampe, so einen Druck hast, dann ist definitiv Manitol drin. Ich habe Leute sagen hören, oh, ich muss voll kacken, das Koks ist gut. Yeah. Das ist nicht der gewünschte Effekt, so, wenn ich da sitze, will ich nicht kacken gehen müssen. So. Aber ja, viele machen, wollen es auch gar nicht wissen, wie ich früher, ne? Was ist da jetzt drin, nur wenn das so extrem nach vorne kommt, wie dieser Pilzgeschmack oder wenn das Manitol zu viel gestreckt ist im Heroin und auf der Folie, das Heroin wird gar nicht mehr fest, das bleibt halt flüssig, dieser Punkt, so, dann ist zu viel Manitol, man schmeckt es auch. Und lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum Praxisalltag. Mhm. Du hast dich dann irgendwann in Berlin etabliert, trotz Gegenstimmen. Ich habe mir meine Vorgeschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Genau, also vielleicht um da nochmal hinzukommen, wieso, das war ja da eine Eingangsfrage, wieso habe ich denn das dann gemacht? Weil tatsächlich die Hauptmotivation war,
Einmal, ich wollte dann irgendwann keinen Chef mehr haben, der mir sagt, was richtig ist, weil ich hatte das Gefühl, das weiß ich jetzt besser, weil ich mich damit mehr beschäftige. Und ich wollte eben nicht nur eine Vergabe machen vom Heroin, das war mir auch klar, sondern wir haben ja als Psychiater sozusagen, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass Psychiater Substitution machen, haben wir halt gesehen, Mensch, das sind ja eigentlich Menschen, die psychiatrisch krank sind. Und dann haben wir gesehen, wieso das Heroin da, oder dass das Heroin hilft im Sinne der Selbstmedikation. Das ist wie eine stabile Behandlungssituation. Das war so das eine. Und dann kam so der Impuls, das ist ja total ungerecht, wie mit denen umgegangen wird, dass die immer reduziert werden auf ihre Drogen und eben oder auf ihre Sucht oder Abhängigkeit. Und dass man denen eigentlich ganz einfach helfen kann, auf allen Ebenen, mit so einer kleinen Spritze. Also gesundheitlich geht es denen besser, man kann an die Hepatitis behandeln, die Zähne werden gemacht, stabilisieren sich, die schädigen sich nicht weiter, Psyche stabilisiert sich, das Soziale verbessert sich, weil ich jetzt die Grundlage habe. Also ich kann sozusagen richtig Arzt sein, der auf allen Ebenen hilft, mit so einer zur Verfügung stellen von so einer simplen Spritze, wo da halt so ein bisschen Flüssigkeit drin ist, die dann aber sauber ist und nicht gesundheitsschädigend. Das war für mich so. Und dann eben dafür zu sorgen, und jetzt komme ich zu dem Eingang, also den Menschen zu helfen mit dieser chronischen Erkrankung, so kann man sie ja dann erstmal nennen, wenn man dann 20 Jahre irgendwie da in diesen Zusammenhängen unterwegs war, denen irgendwie zu helfen, wieder einen Weg zurück ins Leben zu finden. Und das ist ziemlich viel Arbeit, weil die meisten ja erstmal im Kopf haben, die Droge ist das Problem, ich bin nur clean, guter Mensch. Und sozusagen, dass man sich aber, und man ist ganz oft gescheitert. Und man hat ganz oft auf Leute gehört, auf das Hilfesystem, die gesagt haben, machst du das, dann wird alles gut. Und das, weil man ja Mensch ist und sagt, Vertrauen hat vielleicht und sagt, hier Und Arzt Hoffnung. und Hoffnung, mache ich das mal. Und dann aber jedes Mal wieder scheitern und so. Und jeder Rückfall ist ja wieder ein Scheitern. Und von jedem Rückfall erhole ich mich immer, brauche ich länger, um mich zu erholen. Auf jeden Fall bei Deswegen. mir auch Genau. emotional. So, ich habe wesentlich mehr emotional gelitten unter meinen letzten, in den letzten 10 Jahren. Kleinere Rückfälle, nie mehr so wie vorher. Aber selbst die kleinen Rückfälle haben mich extrem, also Ja, die Scham frustriert. oder wenn da Scham und Schande ist ein großes Thema ja, halt, enge ne? Bezugspersonen dann irgendwie enttäuscht sind vielleicht von einem oder irgendwie auch vielleicht nicht sagen, aber nur so gucken, das tut ja weh. Und dann mache ich mich ja immer weniger auf den Weg, weil ich nicht mehr scheitern will. So, und das war, also um dann nochmal darauf zurückzukommen, ich sage, okay, da kann ich so als Psychiater und Psychotherapeut ein bisschen mithelfen, dass man sich wieder traut. Und ich sage mal, mein wichtigstes Ziel ist, dass ich verhindere, dass man nochmal scheitert und dass man sich nicht überfordert. Und man hat ja oft gar kein Gefühl für sich, was kann ich leisten, wie arbeitsfähig bin ich, wenn ich das lange nicht gemacht habe. Viele überschätzen sich dann Ja, halt klar. auch schnell. Dann eben, wenn ich dann der Bremser bin, dann tut es mir immer leid, denke ich, oh, jetzt denken die noch, der traut mir nichts zu. Sag ich, nee, nee, das liegt aber nicht daran, sondern mach mal langsam, Schritt für Schritt, dass der Boden noch hält. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe oder Ja. meine Hauptarbeit hier, sozusagen da die Menschen zu begleiten. Würdest du sagen, dass unter dieser Substanzgebrauchsstörung, wenn wir sie mal als solche bezeichnen, oft noch andere psychische Erkrankungen liegen, wie Depression, Burnout, Essstörungen? Klar, Ängste und so weiter, Essstörungen ganz häufig, ADHS ist nochmal so ein eigenes Thema, aber spielt hier auch eine große Rolle. Naja, das Problem ist so ein bisschen, dass unsere medizinische Nomenklatur, zumindest in Deutschland, darauf basiert, dass man nur beschreibt. Also man stellt keine Zusammenhänge her zwischen den Dingen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen süchtiges Verhalten oder abhängiges Verhalten zeige mit Vernachlässigung und so weiter, ich will immer mehr und ich mache das weiter, obwohl es gesundheitsschädlich ist, dann diagnostiziere ich halt eine Abhängigkeitserkrankung. Wenn jemand keinen Antrieb hat und morgens nicht aus dem Bett kommt und auch sonst nur trüb übers Leben denkt, dann hat er halt eine Depression, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Und dann wird alles nebeneinander gestellt, aber nicht in Beziehung Genau. gesetzt. Und das sozusagen, ja, früher, man hat immer gesagt, die Leute sind krank, weil sie drogenabhängig sind. Wir haben es dann umgedreht, wir haben gesagt, sie sind drogenabhängig, weil Weil sie sie krank krank sind, sind, genau. sozusagen. Also, dass da Zusammenhänge gibt und dass man beim Heroin sogar sehr spezifisch beschreiben kann, was es für Wirkung macht. Ne, wenn ich Geborgenheit, Wärme und Sicherheit substituieren kann mit den Mitteln und Menschen habe, der das alles nicht hat oder hatte oder traumatisiert ist, dann bin ich nicht mehr sicher in der Welt. Also wenn ich Nee. was Schreckliches erlebt habe.
Oder wenn ich nie erlebt habe, wie es ist, wenn ich irgendwie, wenn es mir schlecht geht, in den Arm genommen werde, getröstet werde, Das sind all beispielsweise. so Sachen, die ich jetzt auch in den letzten 10 Jahren meines Klientenseins tatsächlich auch zum Teil sehr schmerzhaft lernen musste, auch in Interaktion, in einer Beziehung zum Beispiel. Zum So, Beispiel, also auch dieses Thema, mich schnell angegriffen ja. fühlen und all sowas. Und dann halt Alter. bricht sofort immer meine ganze Welt zusammen. So, also ich bin dann sehr emotional und sofort am Ende meines Lebens, also die Geschichte bricht. So, und ja, also ein Filter ist auf jeden Fall dann wichtig. Für mich Das ist sind es so im Moment das Reaktionsweisen, THC. genau, das sind Reaktionsweisen, nennt man Coping-Reaktionen. Das heißt, das sind alles Schutzmechanismen für die Seele Ja, sozusagen, genau. weil man nicht verletzt werden will. Die Genau. können unterschiedliche Ausprägungen haben. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag irgendwie aufmerksam durch die Welt renne, weil ich halt ein paar Mal überfallen worden bin oder was Schlimmes erlebt habe, dann will ich ja nicht, dass mir das nochmal passiert. Also Genau. muss ich hinten Augen haben, überall Genau. Antennen ausfahren, wo könnte die Gefahr lauern, selbst wenn gar nichts ist. Was, genau. Ne? Ist das Die Angst System ist die ganze Zeit da. in Stress, 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 Genau. Stress? Das ist Ja. anstrengend, beispielsweise. Das ist Ja. ein typisches psychiatrisches Für Symptom von mich einer Traumafolgestörung. waren Emotionen insgesamt anstrengend. Meine eigenen, ich war auch einer von denen 30 Jahre lang, ich stehe auf und konsumiere sofort. Das ist das allererste. Ich will gar nicht nüchtern in den Tag starten. Das ist mir ein Graus. So, einfach nur, weil ich mich nüchtern nicht ertragen konnte. Ich kam mit dieser Emotion, mit diesem emotionalen Chaos nicht zurecht. Also bei mir in der Geschichte, ich habe das so für mich, meine Mutter kommt halt auch aus einem Haushalt, wo Schläge re regiert haben. Meine Mutter hat 11 Brüder, die alle schlimmer sind als ich so ungefähr. Oma hat mit der Hundeleine, Lederleine, Stahlkarabiner die Truppe dirigiert. Mama war die Zweitälteste, hat halt viel abgekriegt, mit 16 von zu Hause geflüchtet. Also mit normalen Umgang mit Emotionen, wie wenn du traurig bist, in den Arm genommen zu werden, das hast du gut, Lob und sowas, all das gab es nicht. Und meine Mutter ist halt nur einfach vor dem Schmerz geflüchtet. Jetzt hat sie natürlich dieses Unvermögen, mit ihren Emotionen umzugehen, unwissentlich an mich weitergegeben. Sie wusste ja nicht, dass sie jetzt da irgendwie einen Schaden erlitten hat, sondern hat diese Unfähigkeit, mit Emotionen umzugehen, an mich weitergegeben. Und als ich an den Punkt kam, dass meine Tochter zur Welt kam, ist das halt so voll auf mich eingeprasselt. Das war auch schon so in den letzten 10 Jahren, wo ich eigentlich, nicht eigentlich, wo ich clean werden wollte, ums Verrecken. So, wenigstens so wie ich jetzt bin, auf THC und so, so ganz clean. Aber das alles, die Substanzen, die mir schaden, Kokain, Heroin, dass ich die in den Griff kriege und dann weglassen kann. Das ist so ein super anstrengender Prozess für mich gewesen. Also ich habe tatsächlich die ganzen Dreharbeiten von Schornstein Papier, das waren fast 4 Jahre, habe ich auf ein positives, ein schönes Gefühl, also die Belohnung fürs Nüchternsein gewartet. Es hat sich 3,5, 4 Jahre immer noch beschissen angefühlt, das Nüchternsein. Bis ich mich dann so über 4 Jahre hinweg so nach und nach an dem Ding, an dem Projekt festgehalten habe, positive Rückmeldung von überall gekriegt habe, wieder in Gespräche gekommen bin, auch mit anderen Betroffenen und so. All das hat mich dann jetzt über die Jahre gefestigt. Dieser soziale Kontakt, der halt hier auch in der Praxis stattfinden kann, das fand ich sehr gut mit dem Raucherraum draußen, Genau, clever. ist super einfach, weil die Leute hier nicht einfach nur ihre Medikation kriegen und da ist die Tür, so, sondern weil sie können hier bleiben, sie werden aufgefangen, haben Platz für Ruhe und für Gespräche, gemeinsames Kochen, also wieder sozial interagieren mit anderen, um ja auch mal das Leben wirklich als schön zu empfinden oder lebenswert zu empfinden. So. Das war so für mich gefühlt die größte wann fühlt sich das denn gut an? Wann verdammt nochmal kommt das? Oder hätte ich nicht diese lange Strecke gehabt, wo ich mich jetzt dran festhalten konnte, an der Aufarbeitung meiner Sucht, so wäre ich garantiert auch rückfällig geworden. So, wenn ich nicht diesen großen Ersatz gehabt hätte, der halt ständige Auseinandersetzungen mit meinem Problem auch Ist aber bedeutet, auch so, ne? anstrengend, ne? Die Ist anderen, weil es anstrengend. löst ja dann auch wieder emotional was aus. Ist anstrengend, aber ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen. Aber ich habe das schon auch genau aus diesem Punkt reduziert, weil ich halt auch merke, so das nimmt mich mit. Ich habe ein Format, das heißt Call Lieber Sick, wo ich mit anderen Betroffenen im Live-Format spreche. Ein bisschen wie Selbsttherapie, Das Domian 2.0 genau, halt sehr super. suchtbezogen hauptsächlich so. Und das funktioniert einwandfrei, wenn ein anderer Betroffener das Gefühl hat, da spricht jemand mit, der das fühlen Durchgemacht kann. hat.
Also der weiß, von was ich rede, ist das, was dann, das funktioniert auf jeden Fall, diese Auseinandersetzung. Und dazu musste ich mich bis heute zwingen, Was mir alle Emotionen auch auszusprechen, so, ne? aber an der Stelle nochmal wichtig ist, ich habe es vorhin, habe ich es dich ja schon gefragt, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man diese Setzung, dass das alles nur möglich ist, wenn man dann clean ist oder so oder dann anfängt, die sollte man halt nicht tun. Ich habe meine Therapie gemacht, habe vom ersten bis zum letzten Tag gesagt, wenn ich hier raus bin, rauche ich erstmal einen Joint. Ja. Also habe dann tatsächlich Nee, drei aber Bongs geraucht und in den das Keller ändert sich gekotzt, ja so aber. langsam, dass jetzt auch zum Beispiel Langzeittherapien auch unter Substitution gemacht werden. Manche sagen dann, wir müssen es dann in der Langzeittherapie ausschleichen. Andere sagen, nee, muss man nicht unbedingt. Das sind ja alles so Setzungen von früher, auch dass Psychotherapie nur geht, wenn man nüchtern ist und gar keine Ach, was ich Medikamente schon. nimmt und solche Geschichten. Wir sagen alles Quatsch. Bin ich gar nicht aufnahmefähig. Das ist doch Ich komme gerade aus der Entgiftung, Mann. Ich bin unter dem Da Nullpunkt kann und man ja habe gar nichts mehr machen. so, Ne? ja, genau. Aber dann halt keine Gespräche zu führen in einem Normalzustand. Der Patient ist dann ja oft nur im Normalzustand. Wenn ich ernsthaft Therapie machen möchte, komme ich ja nicht übermäßig voll zugeballert zu meinem Gesprächstermin. Da habe ich meine Dosierung, dass ich dem aber auch noch folgen kann. Also so, zumindest ist es der Weg, wo sich's hinentwickelt für einen Langzeitsüchtigen, der darunter leidet, dann halt auch unter seiner Sucht. Ne? Lass uns Man muss nach und nach die Dinge halt ausschließen für sich. Mal kurz gucken, und das finde ich nämlich einen guten Punkt. Wie sieht denn der Arbeitsalltag in der Praxis aus? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, also du hast es ja auch gerade gesagt, dass das ganz, ganz vielen Leuten so geht. Und das Abstinenzdogma, von dem wir ja gerade schon gesprochen haben, dass das nicht immer, sogar in den seltensten Fällen, würde ich sagen, zielführend ist. Wie macht ihr das mit euren Patienten? Also wie sieht so ein Alltag aus? Na, hier sind ja so im Schnitt so 120 Leute, die täglich kommen, ein bis zweimal am Tag. Meistens morgens und abends oder manche, die gerne länger schlafen, mittags und abends oder so. Und primär dreht sich es natürlich erstmal darum, das Medikament zu bekommen, also sich das Diamorphin zu spritzen im Regelfall. Ist auch so ein Mist, dass das in Deutschland nur zu Spritzen geht. Im Moment noch. Ist Man immer könnte es noch, auch trinken, oder? man kann es auch trinken, genau. Müssen manche auch machen, weil sie gar keine Venen mehr haben. Und das ist immer gruselig, wenn die Leute dann da rumstochern und so. Wobei, eins muss man auch sagen, beim Diamorphin ist es halt so, wenn es eben nicht illegal ist, wenn es nur die reine Substanz ist, macht das die Gefäße nicht kaputt. Das wissen viele nicht. Sondern wenn ich dann mal einen Zugang habe, dann kann ich den immer benutzen. Also ich mache mir damit nicht die Gefäße kaputt. Also ähnlich wie beim Selbst, Krankenhaus. ja, genau, kann ich irgendwie täglich reingehen und wenn ich das gut pflege, da passiert nichts. Das sind die Dreckstoffe, die die Venen kaputt machen. Auch Leute, die gehen in die Leiste und das ist zwar nicht so optimal, aber dann sage ich mal, gut, wenn ihr sonst nichts anderes habt, dann ist auch okay. Wenn man es gut pflegt, da passiert eigentlich nicht viel. Aber eben das Illegale ist immer gefährlich. Das sollte man halt nicht. Man kann auch unser Zeugs in Muskel spritzen, beispielsweise. Da passiert auch nichts. Das war was Neues für mich, oder? Genau, aber das darf man eben nicht mit den illegalen Substanzen machen. Das ist halt das ist ein reines Mittel. Das wird ja, ist ja wie ein Medikament hergestellt mit einem Prüfverfahren und steril und so weiter. Also Also es ist ein Medikament, ne? genau, da passiert ja gar nichts. Also so immer die gleich, immer man weiß genau, wie es dosiert ist und so weiter. Das ist ein Medikament im Prinzip wie jedes andere auch. Und dann, wenn man das sachgemäß anwendet, passiert halt auch nichts. Also das ist sozusagen, sagen wir mal, das Hauptgeschäft. Und dann gibt es ja ganz viele Menschen, denen reicht das auch schon. Die sagen, mir geht es jetzt gut, ich gehe meiner Wege, ich habe eine Arbeit vielleicht. Oder so viele wollen immer gar nicht so viel von uns. Ich sage mal, es gibt so zwei Kategorien von Patienten. Die einen sagen, ich komme hier so, sozusagen, hole mir mein Heroin ab. Ist in Ordnung, also muss mich nicht aufdrängen. Ist für einen Arzt ein bisschen ungewöhnlich, wenn er nicht meinetwegen kommt, sondern will das nur haben und ich störe hier nur, ne, sozusagen. Aber Ist die alte Kette gestellt? Nö, nein, nein, aber also normal kommt man ja immer mit einem Anliegen zum Arzt, ne, wenn man zum Arzt geht. So kenne ich es halt. Also ich will irgendwas. So, und wenn man sich hier als Arzt aufdrängt, dann steht man manchmal im Wege, weil der will gar nichts von mir, der will nur, dass er irgendwie in Ruhe sein. Sein Diamorphin kriegt. Also das gibt so die Patienten.
Und dann gibt es halt die, also die lassen, die holen sich das sozusagen ab, und dann gibt es noch welche, die lassen sich damit behandeln, also im Sinne der Medikation. Und dazu gehört in einer guten psychiatrischen Therapie nicht nur, ich verabreiche die Pille und tschüss, sondern dann muss man ja gucken, wie ist denn die Lebenssituation, lass dich begleiten, beraten, Kommunikation. Kommunikation, Psychotherapie und so weiter. Das macht dann einen großen Anteil aus, und sozusagen, wie man dann jemanden wieder so ein bisschen zurück ins Leben begleitet. Die Patienten haben ja immer so einen Begriff, die sagen, ich will nicht mehr vegetieren. Das Vegetieren ist ganz schlimm. Und der Gegenbegriff dazu ist ja existieren, also aus sich heraustreten, also in die Existenz. Also sinnstiftende Tätigkeit oder schöne Erlebnisse, Ja. muss ja nicht immer irgendwie was schaffen. Sondern es ist ja auch schön, das Leben zu genießen und was Genau. zu erleben. Und Das muss man aber, das müssen Langzeitpatienten auch. Ich musste das muss man erst erstmal wieder wieder lernen. lernen. Genau. Also in Deutschland sind wir mal ganz ehrlich, du kriegst ja hier auch nicht beigebracht, dass du dein Leben genießen darfst, egal wie du dich entscheidest. Hier kriegst du ja in der Regel beigebracht, dass du ein funktionierender Teil der Gesellschaft zu sein hast, und alles andere kommt danach. Und da bin ich ganz glücklich, dass ganz viele psychische Erkrankungen genau daherkommen, von dieser Leistungsgesellschaft. Ja, also, Ja, die neue Generation, also die Generation meiner Tochter, die ist jetzt 18 geworden, letztes Jahr, also wird jetzt im August 19 tatsächlich schon. Also 60% in der Klasse oder in der Schule, wo sie jetzt zum Schluss noch war, haben angeblich schon Depressionen, Burnout und so. Die sind alle so, also in den letzten Jahren, das heißt so zwischen 14 und 18, war das jetzt gefühlt, waren alle Wieso Kids in sagst du denn dem angeblich? Alter. Ja, weil oft, also wir haben, also ich, meine Tochter und meine Lebensgefährtin, meine Frau hat halt auch zwei Töchter. Bei der ganz kleinen, bei der kleineren, die ist jetzt auch so 14, 15, das ist irgendwie egal. Also die eine Tochter in Halle, meine in der Nähe von Osnabrück, so, es ist aber das gleiche Bild, weil wie, also das, aus meiner Generation, so als war das gefühlt irgendwie noch ein bisschen anders. Also der Anteil war auf jeden Fall kleiner. Also heute prasselt ja auch wesentlich mehr auf die einen, also Internet und so, wie viel Informationen da kommen und wie schwierig muss das werden, jetzt seinen Platz zu finden, wo ich vorher, wo ich nur so eine Handvoll Auswahl hatte, wie das Leben funktioniert, nicht drauf klar kam. Wenn ich jetzt diese Auswahl hätte und jetzt nochmal jung wäre, das würde mich alles auch total mitnehmen. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich, Deswegen fragte ich. also ich habe große Hoffnung, dass ich mich da täusche, so dass, also dass das, was heißt große Hoffnung, also das darf eigentlich doch nicht sein, oder? Dass 60% unserer Kinder heute in so einer emotionalen Welt leben. Traurig, antriebslos, alles ist leer, nichts macht irgendwie einen Sinn, es lohnt sich das Aufstehen nicht und so. Das ist so viel geworden auch bei der jungen Generation. Beobachtest du das auch? Wir haben auch drei Kinder. Die Eltern beiden sind Jungs. Der eine hat jetzt auch Abi gemacht und so. Der weiß zum Beispiel noch nicht genau, was er machen will. Ne? Das wäre vielleicht früher nicht so gewesen. Da hätte man schon einen Plan gehabt oder so. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, wenn man jetzt nochmal ganz weit zurückguckt, früher hat man halt das gemacht, was die Eltern gemacht haben. Da war es irgendwie klar. Also da war der Weg vorgegeben, sozusagen aus Tradition. Vater Arzt, dann werde ich Arzt, Vater Jurist oder ich übernehme den Laden oder so. Da wurde man gar nicht gefragt. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt, und mittlerweile steht da mir alles offen. So, und das, was du gerade gesagt hast. Und dann muss man sich irgendwie entscheiden. Aber wofür? Woran orientiere ich mich? Was ist mein Frame, mein Fixpunkt? Ist es jetzt das Instagram, also das Schönheitsideal, was mir da vorgelebt wird? Oder hier mein Mittlerer, der ist 16, der geht jeden Tag ins Fitnessstudio, der will halt einen schönen Körper haben. Das ist jetzt halt vielleicht eine Phase, vielleicht auch nicht, aber also irgendwas brauche ich ja, um mich so zu orientieren, oder irgendeine Norm offensichtlich oder irgendwas. Und dann, wenn ich dann daran aber scheitere, oder vorher gab es vielleicht noch eine Erwartungshaltung, an der ich scheitern konnte, jetzt wird die anders aufgebaut über das Gesellschaftliche. Oder ich sehe es zum Beispiel bei Kollegen, die jünger sind. Heute will sich kein Arzt mehr niederlassen, sondern man möchte gerne angestellt sein, will das Risiko nicht mehr, will Work-Life-Balance haben,
40 Stunden, genug Urlaub, so, also die Dinge verändern sich und das finde ich ja auch alles in Ordnung. Und so ist es hier, um wieder zurückzukommen, auch in der Praxis, ganz unterschiedliche Motivlagen und auch was man will. Und wir haben halt gesagt, wir machen ein möglichst breites Angebot. Also wir bieten uns an, aber wir drängen uns nicht auf. Das ist so ein bisschen hier die Philosophie, weil das auch nichts bringt. Die Menschen, die sind da sehr empfindsam, sage ich mal, merken sofort, wenn man sie irgendwo hindrängen will und das bringt gar nichts. Also muss es eher sich anbieten und dann eben gucken. Und das ist auch für jeden ein bisschen was anderes. Der eine will dann gar nicht mehr arbeiten und das ist in Ordnung. Das muss ja nicht so ein Es ist Bild immer sein, wo man denkt, ja, individuell, bei genau. einer Suchtbehandlung ist es immer individuell. Jeder hat ja auch seine eigene Geschichte, sein Schmerz, den er mitbringt, so den er verarbeiten muss. Und ja, es ist immer individuell. Deswegen hat mir da so auch das Methadon-Programm und so irgendwie gar nicht gepasst. Also wir sind hier beim Ansatz helfen statt retten. Und dadurch eigentlich doch retten. Ja, also ich mag ja noch lieber den Begriff begleiten als helfen, weil helfen ist immer so, ne, da ist immer einer, der ist also hilfebedürftig, ist immer so Ja, asymmetrisch. Ne? übergriffig vielleicht Ja, auch. genau, Ich so helfe von dir. oben herab, so ich, ja toll, ich kann dir helfen oder so, oder dir muss geholfen werden, sondern eher so das Begleiten, also mit dabei sein, sich anbieten, ein Stück des Weges, das finde ich eigentlich ganz gut, also so zur Genesung hin. Den mag ich eigentlich am liebsten. Also auch Therapie ist auch schon, hört sich auch schon so brutal an. Ich therapiere dich jetzt so. So, nee, eher begleiten. Ja, das ist dann auch nochmal Begleiten, ja, doch, Suchttherapie. das gefällt mir an der Stelle auch ganz gut, der Titel Begleiten. So, tatsächlich ist es ja auch so, mein Therapeut war irgendwie die Kamera und die Auseinandersetzung, so, und die hat mich 4 Jahre lang begleitet und danach noch weiter jetzt begleitet mich die Geschichte immer halt noch. Es ist einfach wichtig, dass man das Gefühl hat, man hat etwas oder jemanden, der das mit Na, der auf einen und achtet, der einen da ist, achtet, wenn der man ihn da vielleicht ist. braucht, der, also allein, dass da jemand ist, dem man vielleicht vertrauen kann oder von dem man weiß, der schädigt mich jetzt nicht oder der meint es gut, in Anführungsstrichen, das ist ja schon irgendwie viel wert, weil die meisten, die herkommen, sind ja ganz alleine oder ganz vereinzelt oder neulich sprach ich mit einer Patientin, die sagt, das ist so schwer, selbst jetzt hier zu sein, also ja quasi clean von der Illegalität. Gerade während der Pandemie, wo wir hier alles geschlossen hatten, wo man sich hier nicht so aufhalten sollte. Das heißt ja, ich will ja auch in Beziehung stehen. Meine Freunde und Bekannten, die sind auf der Szene. Also gehe ich da halt hin, um die zu treffen. Und dann werde ich halt eingeladen und dadurch passiert jetzt wieder ein Rückfall Rückfälle. oder so, weil wir sind halt als Menschen Beziehungswesen. Wir können alleine gar nicht auf Das Dauer ist ein großer existieren. Schmerz, der bei mir dann noch hinzukam, also das Gefühl, komplett alleine zu sein, Genau. auch gerade in der Phase, wo ich mich eigentlich von der Droge trennen wollte, weil dann, ich habe jetzt 25 Jahre lang mit Drogen hantiert, Drogen verkauft und Ja, konsumiert und das ist ja alle, auch die eine ich kenne, Beschäftigung, machen ne? das, genau. Und Auch sozialen Sinnstift, den genau, ich und jetzt nehme ich nichts mehr, begehe keine Straftaten Ja, mehr. Ich solange. weiß 20 Stunden am Tag nicht, was ich machen Genau. soll. So, ich Aber. habe überhaupt gefühlt, weiß ich gar nichts. Genau. Es ist absolut leer. Und das, was du gemacht hast, das ist ein Volltreffer. Also da werde ich ja auch nie müde, das sage ich dir ja sowieso ständig, dass du die Tür geöffnet hast für ganz, 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 ganz viele Menschen, denen es ähnlich geht, überhaupt eine Plattform zu finden, wenn sie sich nicht in Praxen trauen oder um Therapiemöglichkeiten suchen, die niederschwelligste Art überhaupt Hilfe anzunehmen, zu kreieren, nämlich mit dem Format, dass man einfach nur zuhören kann und merkt, okay, da geht es genau jemandem genauso. Und Oder es auch mich mal hast alles du. aufzuschreiben. Also das ist für mich auch ganz extrem wichtig gewesen, also meine Aufarbeitung, all das, was mich belastet hat, halt auch mal laut auszusprechen, mich selbst zu hören und dann im Abgang halt nochmal nach den 4 Jahren des Erzählens nochmal ein Jahr nur ich und meine Geschichte und ich schreibe das Ganze mit schönen Worten meine scheiß Geschichte auf. So, nochmal diese intensive Auseinandersetzung. Das hat mir auf jeden Fall geholfen und natürlich dann auch das, was ganz wichtig war für mich, obwohl ich das vorher mal ignoriert und weggedacht, ach, was interessiert mich nicht die anderen so, aber wieder in Gespräch zu kommen mit den anderen so und
das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein damit. Weil so hat sich die letzten 10, 12 Jahre angefühlt. So, ich bin voll alleine damit. So, ja, keiner kann mir helfen. Das Gegenüber ist deswegen so wichtig, wenn man es jetzt sozusagen mal therapeutisch, psychotherapeutisch abstrahieren will, ist es ja so, wie werden wir denn erwachsen, wie entwickeln wir uns? Und dann kann man sagen, das Ich wird zum Ich am Du. Also man braucht ein Gegenüber, was einem ja auch Rückmeldungen gibt über mich selber, damit ich irgendwie mich auch kennenlerne. Also wenn ich das nicht habe, dann weiß ich gar nicht, wer ich bin. Nur die Eigenwahrnehmung hat man dann und die ist meistens nicht ganz korrekt. Nee, also die reicht nicht immer, das heißt, ich brauche sozusagen ein Gegenüber, wenn mein Gegenüber jetzt kein Gutes war, willkürlich, cholerisch, unberechenbar, dann ist das, dann fange ich an, mich zu schützen oder immer Angst zu haben und so weiter. Oder zu adaptieren. Und jetzt sozusagen im Guten, wenn ich jetzt mich behandeln will, lassen von anderen, selbst behandeln, dann brauche ich sowas wie so ein Gegenüber, eine Rückmeldung, ein Feedback. Feedback, ja. Im Prinzip ein Feedback-Mechanismus, kann man neudeutsch sagen. Das ist ganz hilfreich. Und das übernimmt zum Beispiel in der Psychotherapie, ist das ja der Therapeut, der übernimmt das. Der stellt die Fragen, der gibt Rückmeldungen, fragt an einer bestimmten Stelle nach und so weiter. Das ist ja nichts anderes als dann Psychotherapie. Ja. Und in gesunden sozialen Gefügen würde das ja Familie und Freunde ersetzen. Man sagt ja auch immer, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Das ist enorm wichtig, ne? Also wie mein Kontext, also mein Umfeld dann letztendlich ist. Genau. Und das, vielleicht um das nochmal zu sagen, also auch ein bisschen abstrakt, aber nicht jeder macht ja dann einen YouTube-Kanal auf und erklärt sich selber und schreibt auch ein Buch und dann ist alles gut. Worum es ja geht, ist es ja sozusagen um Werte, also um das, was einem wichtig ist. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Dem einen ist wichtig, das mitzuteilen oder doch wieder das andere profitieren können und so weiter. Was ich viel gesehen habe, ein Wert kann zum Beispiel die Geburt eines Kindes sein, bei Frauen ganz häufig, dass die dann auf einmal in der Lage sind, weil sie dann Verantwortung oder weil das so überwältigend ist, dass die manchmal sogar ja clean werden in dem Sinne. Und da haben wir jetzt eher das Problem, wenn der Wert dann wegfällt, also die Kinder gehen aus dem Haus, dass die dann wieder in so ein Loch fallen und jetzt auf der Szene dann irgendwelche 40, 45-jährigen Frauen rumlaufen, die dann schon so schamhaft das besetzt haben, dass sie sich noch nicht mehr um Hilfe kümmern, weil ihnen das so unangenehm ist. Ja, das ist ganz dramatisch. Also wie gesagt, es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das nennt man dann halt sozusagen so eigene Werte, die man dann finden muss. Und das wäre halt auch was, was wir machen und gucken, was ist denn für dich das, was dir vielleicht helfen kann. Also es ist ja sehr individuell. Die moralische Kompassnadel setzen. Ja, man kann das nicht verordnen, was dir jetzt hilft, dann da rauszukommen oder welche Tätigkeit, sondern da muss man ja erstmal finden, oder das ist ja so sicher bei meinem Sohn jetzt, das ist jetzt die Aufgabe, vor der steht, zu gucken, wofür will ich mich denn mal engagieren, wofür will ich morgens aufstehen, was will ich da mal verwirklichen? Das ist ja eine Lebensaufgabe, meistens in der Adoleszenz. Und das ist ja oft die Zeit, in der man dann, wenn man drogenabhängig war, die man da verpasst hat. Ja. Die muss man dann irgendwann nachholen. Also später erwachsen werden sozusagen. Ja, so das ist nicht so ganz einfach. Ne? Auf, ja, ja. Das bleibt nicht aus. Die Phase, die wird es dann geben. Und dann haben wir halt dieses Überangebot, von dem du gesprochen hast in der heutigen Zeit. Also du musst ja nur mal in den Supermarkt gehen, da stehen 100.000 Produkte und ich weiß total oft nicht, was kaufe ich jetzt. Ja. Dann kaufe ich das, was am schnellsten und am einfachsten geht. Ja. Genau das Gleiche ist es ja dann für die, ich sag mal, sinnsuchenden Menschen an der Stelle auch. Ja. Welche Erfolge feiern deine Patienten? Also du wirst ja sicherlich irgendwie eine Art Statistik führen oder es im Bauchgefühl haben. Mhm. Da bin ich super gespannt. Okay. Genau, also die meisten fragen ja immer nach der Anzahl derjenigen, die clean werden, als ob das ein Erfolg wäre. Ne? Genau. Da haben wir maximal einen, glaube ich. Und da bin ich mir auch mal gar nicht so sicher, ob es dem auch wirklich so gut geht damit. Also weil ja hier die Patienten, die herkommen, meistens 20 Jahre schon Vorgeschichte haben, ist das jetzt nichts, was man irgendwie schnell erwarten kann. Und dann ist immer die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel? Und das Ziel jeder ärztlichen Behandlung ist ja Verbesserung der Lebensqualität. Ja. So. Das ist entscheidend. Also das heißt, ich muss ja gucken, wie viele von den Menschen, die haben jetzt eine gute Lebensqualität.
Da würde ich sagen, das sind schon relativ viele, kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber ich würde sagen, also alle verbessern ihre Lebensqualität in dem Sinne. Ist aber auch nicht immer angenehm, wenn ich jetzt stabil bin, das, was du vorhin gesagt hast, ne? Wenn mein ganzer, diese Beschaffungsnummer wegfällt, mit all den Erfolgen, die das ja auch hat. Ich habe was geklaut, bin erwischt worden und ich habe die Vene getroffen in der City-Toilette und so, obwohl die Lichtverhältnisse nicht so gut sind und. Also, ne, und ah, jetzt habe ich sogar noch guten Stoff gekriegt. So, also das fällt ja alles weg, also alle möglichen Geschichten, und dann ist das ja erstmal, ist das wie so ein weißes Blatt Papier, und das ist für manche auch schwer, ehrlich gesagt, auszuhalten. Und dann erstmal da was zu finden, das auszuhalten, sich mal auf den Weg zu Auf machen. den Weg zu machen, Das ist sich zu überwinden, das ist das überhaupt es Schlimmste. zu machen. Also, Genau, das ist wirklich das Schwierigste. Und also, so, und die Menschen, die sich ihren Weg gemacht haben, die vegetieren irgendwie weiter und denen geht es immer noch schlecht. So, das würde ich sagen, sind hier manchmal auch so 10, 20%, die dann irgendwie auch sich, also die so mutlos geworden sind, die ja gar keine Zuversicht haben, dass es sich überhaupt nochmal lohnt. Die sind jetzt zwar nicht mehr in dem Kreislauf drin, aber sie sind halt irgendwie Müde vom Leben? ein Müde, bisschen ja. müde vom Leben Das ist oder eine gute enttäuscht Beschreibung. worden oder ganz schlimm, manche machen sich dann schnell auf den Weg, scheitern wieder und fangen dann gar nicht mehr an. So, die sind Gott sei Dank nicht die meisten. Und so eine normaler Weg, sagen wir es mal so, hier in der Praxis, und der Zeitraum, den er dauert, der ist sehr unterschiedlich. Es kann manchmal ein paar Monate sein, kann aber auch ein paar Jahre sein. Ist immer, sich erstmal stabilisieren und dann, also nicht mehr kriminell sein müssen. Und dann ist mal so der erste Punkt, Altlasten erledigen. Also das sind so die vielen gelben Briefe, die ganzen Gerichtsgeschichten, Schulden. Schulden, Zähne, Infektionskrankheiten, so, da hat man meistens viel mit zu tun. Einmal im Jahr so eine Plastiktüte Ja, und mit dann, ja, aber ungeöffnetem das ist Brief, dann wenn eben, ich mal da ist nach. man noch beschäftigt. Und dann, also wenn das sozusagen abgearbeitet ist, kommt meistens ein Loch. Dann ist das abgearbeitet und dann muss ich erstmal so und nun. Und dann gibt es manchmal den Rückblick, oh, hätte ich das schon mal eher angefangen, die Behandlung, dann wären Leute traurig, depressiv und so. Dann muss man auch durch dieses Loch durch. Und dann im Regelfall, okay, jetzt mache ich mir auf den Weg, ja, und was? Und dann muss ich mich ausprobieren, mal irgendwie tätig sein, ein Euro-Job oder keine Ahnung, über die Strafarbeit komme ich wieder so eine Tätigkeit. Also das ist so der Regelfall. Es gibt ja auch Ältere, die gar nicht mehr arbeitsfähig sind, Genau. beispielsweise, müssen was anderes finden. Also sagen wir mal, wenn wir den Regelfall nehmen, dann ist es so, dass mittlerweile, neulich habe ich mal durchgezählt, ich glaube, da waren schon 15% haben wir auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also richtig sozialversicherungspflichtig, gehen zur Arbeit, Vollzeit. Vollzeit, alle haben Ausbildung hier gemacht im Rahmen der Behandlung. Und das alles betone ich immer im Rahmen der Behandlung. Also nicht erst, wenn man clean ist, sondern das ist auch ein Schritt, der oft braucht, sich trotz Behandlung auf den Weg zu machen. Also wichtiger Und ganz wichtig, weil das, ich sage mal, viele denken immer, ich darf erst leben, wenn ich clean bin. Und sagen, nee, du musst jetzt leben, um überhaupt die Chance zu haben, clean zu werden, weil das folgt danach. Also wenn die Droge sozusagen nicht das Problem ist, sondern die Folge, dann muss ich mich auch um das Problem kümmern. Und kümmern. je besser das Problem Das im Problem ist Griff dein kriegt, dann Alltag. wird die Folge sozusagen immer weniger notwendig. Also wenn ich weniger seelische Schmerzen habe, Genau. brauche ich ja weniger Das Substanz. ist das, was meine Aufgabe war, dann in den letzten 10 Jahren, mir so viele glückliche Momente im Alltag einzubauen oder Dinge, die mir gut tun, einzubauen, ob ich sie nun machen mag oder nicht, wie Sport oder so, aber alles das einzubauen. Ich habe einen wunderbaren Arbeitsplatz, habe ich geschenkt bekommen im Grunde so mit diesem Format. So, den hätte ich mir diese Art von Hilfestellung für mein Einleben ins Arbeitsleben irgendwie, hätte ich ja beim Amt nicht fragen können. Hier habt ihr so einen Job für mich, ich hätte ja selber nicht gewusst, was ich da will. Ja, genau. Das sind So, ja auch nicht da hatte ich dankbar. halt großes Glück, aber ansonsten ist das die Aufgabe, die resultierende Aufgabe gewesen. Okay, ich will mich nicht mehr beschissen fühlen, also muss ich Dinge tun, die mich gut fühlen lassen. Und dann habe ich angefangen, mich zu erkunden über die Jahre und was möchte ich mal. Habe jetzt auch mit Roman auch Parkour schon angefangen, bei Klettern wieder, Bouldern in der Halle. Ich mache Parkour wieder. Und ja, einfach wieder den Spaß finden Ja, ist, Hobbys und Hobbys sowas, ist ne? es, und das ist eine unglaubliche Qual für mich, das zu finden, überhaupt erst mich auf den Weg zu machen, Oder mir sich gut zu zu trauen, tun, ne? so, oder sich zu trauen. Aber ich sag, bin, glaube ich, mehr noch einfach nur stinkend faul. Weiß nicht so. Nee, das, Also das wenig. sagen manchmal einige, da denke ich mir, das glaube ich nicht.
Nee, das weiß ich ja auch. Ne? Ich sehe ja, was ich an anderer Stelle leisten kann. Aber das ist nichts, was, also Sport ist so, oh nee, habe ich keinen Bock. Muss ja auch nicht sein. So, für mich muss es sein. Einfach aus, die Muskeln müssen aktiv werden. Ich bin jetzt irgendwie 8 Wochen mit ausgekugelter Hüfte rumgerannt, weil hier unten gar keine Muskulatur mehr ist. So. Und ohne Opioide, ne? Und, ja, ohne Opioide, genau. 3000 Milligramm Ibuprofen und ein bisschen zu viel Schnaps tatsächlich. So. Aber bin auch noch so auf die Bühne gegangen, weil ich wusste, auf der Bühne bin ich trotzdem, merke ich den Schmerz nicht. Da kommt ein Adrenalinausschuss. Ich weiß, das tut mir gut. Ich liebe das. Und fühlt sich einfach gut an und so. Und dann ja, versuche ich die Punkte, die mir gut tun, halt auch mich zu überwinden und immer weiterzumachen. So. Und trotzdem nicht zum Nachmachen empfohlen, so, wenn ihr Schmerzen habt? Nein, war nicht zum Nachmachen empfohlen, aber ich bin ein paar tausend Kilometer im Auto für jeden Tag in einer anderen Stadt und ausgekugelte Hüfte, ich konnte kaum stehen, ich konnte nicht richtig sitzen, ging gar nicht, liegen war nur in bestimmten Positionen möglich. Morgens aufgestanden, 2 Schritte gegangen, sofort. Normalerweise ein Punkt für mich, wo ich sofort rückfällig werde mit Opiaten. Sofort. Weil dann tut es nicht mehr weh. Und ich weiß ja, dass es helfen würde. Würde, genau. Aber ich bin dann jetzt lieber an dem Punkt, dass ich die Ursache bekämpfe und nicht einfach nur den Schmerz wegmache. Das macht nämlich gar keinen Sinn für mich. Und ja, das ist so ein Ding, tut mir gut, ist aber voll die Herausforderung jedes Mal aufs Neue für mich. Sport zum Beispiel. Ne? So, das musste ich jetzt erst lernen und muss ich auch immer noch dranbleiben. Du hattest ja gerade gesagt, genau, das, genau dieses Sinnstiftende, dann kommt, also nicht erst clean, dann Sinn, sondern genau andersrum. Das ist auch kein Dogma, aber sagen wir mal so, wenn das immer gescheitert ist mit dem clean oder mit dem Abstinenzgedanken, dann muss man, sag ich mal, warum soll ich das noch ein 53. Mal probieren? Machen, genau. Dann geht doch mal einen anderen Weg. Ich will auf den Begriff clean zu sprechen kommen. Was ist denn schon clean? Wer ist denn schon wirklich clean? Na, ich sag clean? Mal, wenn ihr clean sein wollt, dann sollt mal zum meinen Patienten sagen, geht duschen. Ja. Ja. Geh duschen, ist gut. Schau dir mal Selbsthilfe. Ja, weil das ist, du bist ja nicht dreckig. Das ist ja auch so eine Reduktion auf so einen Aspekt. Ja. Man ist ja nicht dreckig. Also auch dieser Begriff Junkie, der ist ja eigentlich verboten. Oder zumindest von mir aus verpönt, wenn man über die Sprache ja auch was machen muss, ist ja kein Abfall. Ja, das ist das ist ja völlig. Kommt wohl aus dem Irischen, ne? So Leute, die alte Lumpen, Dinge gesammelt haben, um sie aufzuwerten wieder, um dann zu verkaufen. Ja, und das ist mir wirklich wichtig, deswegen bleibe ich nochmal kurz dabei. Dieser Begriff an sich impliziert ja, dass du nichts mehr konsumierst. Aber jetzt schaue ich mal in ehrenamtliche Selbsthilfegruppen, die rauchen und die saufen Kaffee ohne Ende. Na gut, dann muss ich zu Synanon gehen, ne? Dann darfst du auch keine Ahnung haben. Stimmt, und Umzüge machen musst du dann ohne Ende. Nee, also deswegen, das ist ein schrecklicher Begriff, das Clean. Also das ist auch wieder so, als ob das dann so ein Orientierungsmaßstab ist. Dann habe ich es geschafft und wenn ich jetzt irgendwie noch was nehme, dann bin ich ja nicht clean. Vor allem, ich habe mich vorher einsam gefühlt. Als Süchtiger, als Schwerstsüchtiger aktiv, habe ich mich einsam gefühlt am Ende, die letzten 10 Jahre. Wenn ich komplett nüchtern sein würde, jeden Tag, so würde ich mich wieder einsam fühlen, weil gefühlt um mich herum alle konsumieren irgendwie irgendwas. So, und es war auch nie das Ziel für mich, so militanter Drogengegner dann zu werden. Aber was würdest du denn sagen? Also ich würde ja sozusagen einen Unterschied machen zwischen befriedigt sein und erfüllt sein. So, befriedigt sein kann ich ja, wenn ich satt bin oder meinetwegen, keine Ahnung, vielleicht irgendwas konsumiert habe, das mag ja auch irgendwie noch sein, aber wenn ich jetzt sozusagen erfüllt bin, dann habe ich, also du bist lebendig geworden in dem Gespräch, als du erzählst, ich stehe auf der Bühne, das mache ich gerne, dann die Augen und so weiter, da wird jemand lebendig, also da fängt jemand an zu existieren, das ist doch das eigentlich. Ja. Das fühlt sich auch nicht immer gut an, weil es ja auch vielleicht anstrengend ist und ich muss, wenig geschlafen und muss früh aufstehen, weil da muss ich noch hin. Aber man macht es ja trotzdem. Es ist ja nicht nur, weil es angenehm ist, dass man es tut, sondern das Erfüllende, das ist ja das Entscheidende, glaube ich. Also darum geht es. Und nicht um irgendwie pappsatt irgendwo in der Ecke zu sitzen und keinen Hunger zu haben oder keinen Durst. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ich glaube, das macht uns Menschen aus, dass wir irgendwie so diese Werte verwirklichen wollen, sei es im Sinne von tätig sein, aber auch von Dingen auch mal erleben wollen. Und die Substanzen können das nicht abkürzen. Das geht nur über das eigene Tätigsein. Und dann ist sozusagen die
Belohnung oder das Resultat ist dann der Sinn oder die Erfüllung. Ja. Ne? Aber das kann man nicht direkt kriegen. Ja, und die und das Endo, welcher Stoff auch immer, System. Die vermitteln das dann sozusagen auf der Gefühlsebene. Und ich kann natürlich, wenn ich das nehme, das sozusagen das erstmal erzeugen, trotzdem wird es immer schal bleiben, wenn ich es nicht, wenn ich jetzt nicht die Erfüllung durch einen vorhergehenden Akt, sei es des Erlebens oder des Tätigseins, habe. Das kriege ich sozusagen geschenkt. Also einer hat mal gesagt, die Tür zum Glück geht nach innen auf. Heißt so, ich kann da nicht durchrennen, sondern ich muss erstmal irgendwie aufmachen und dann einen Schritt zurück und dann geht's weiter. Ja, also so mit sich selbst zurechtkommen. So. Also das war ja auch die große Aufgabe für mich, so erstmal zu mir zu finden und ja, mich mit mir wohlzufühlen erstmal, weil sonst habe ich für die anderen sowieso gar keinen Kopf und gar kein Verständnis, aber ich verstehe mich nicht. So, das war halt die Aufgabe irgendwie. Lass uns mal ganz kurz utopisch werden. Ja. Also wir sehen das ja bei Cannabis, wir sind kurz vor einer Regulierung. Im medizinischen Kontext haben wir die Deamorphin-Regulierung schon. Cannabis ja auch, genau. Und da sind ja auch noch ganz andere Stoffe in der Pipeline, Ketamin, MDMA, Psilocybin, da wird ja auf vielen Ebenen gerade geforscht. Gehen wir mal in die Utopie, 15 Jahre oder so, vielleicht 10 Jahre in die Zukunft und alle Substanzen sind reguliert für den freien Markt. In Fachgeschäften mit Kompetenznachweis. Mhm. Wie würde ein kompetenter Opioidkonsum aussehen oder Opiatkonsum aussehen? Schwierige Frage. Das ist insofern schwierig, weil weiterhin die Frage ist, wieso soll ich das eigentlich konsumieren? Also okay, ich bin jetzt jemand, der sagt, ich will das mal ausprobieren. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, derjenige, der das ausprobiert, der wird im Regelfall sagen, oh, ist ganz nett, aber brauche ich nicht. Weil ja nie so richtig mal Studien gemacht, die gezeigt haben, wie viele haben es eigentlich probiert. Es können ja nicht nur die 180.000 sein, die schwer abhängig geworden sind, sondern muss ja viel mehr gewesen sein. Das heißt, es wird ganz viele geben, wo das kein Problem ist. So, das heißt, erstmal die Frage, wieso sollte ich es tun? Aber gut, vielleicht tue ich es dann. Und dann wäre es, glaube ich, auch kein Problem. Und dann ist das gleiche Problem wie jetzt auch diejenigen, die da in irgendeiner Form Nutzen von haben. Also eine Funktion, wo irgendwas ausgeglichen wird, ein Defizit. Oder eben, ich glaube, es gibt ja vielleicht, um das nochmal zu sagen, das wäre mir noch wichtig, es gibt so zwei, also dabei ja immer diese schwere Kindheit, wird ja immer so, ich war aber nicht, hatte keine schwere Kindheit, bin trotzdem abhängig geworden und umgekehrt. So. Das wäre nochmal wichtig, weil da muss man eins zu sagen. Es gibt, glaube ich, die Menschen, die tatsächlich diese schwere Kindheit in dem Sinne hatte, dass es gewisse Störungen und Furchen und seelischen Schaden hinterlassen hat, wo das eine extrem hilfreiche Substanz ist. Und so, dass da man sehr schnell mit der Selbstmedikation dabei ist. Das macht man ja nicht bewusst, sondern dann bleibt man halt abhängig, ich kann das nicht wieder lassen, wenn man halt weiß, wie es auch gehen könnte und weil wir ja leben wollen. Und es wäre schon Freizeitkonsum. Genau, so. Und dann gibt es aber die vielleicht in einer Krisensituation, vielleicht in der Pubertät auch mit der Substanz in Berührung kommen und dann vielleicht auch mal in eine Abhängigkeit geraten, Liebeskummer, keine Ahnung. Die sind aber nicht schwer gestört und die haben aber jetzt nicht so eine schwere Kindheit. So, die werden aber trotzdem abhängig und ich glaube, denen wird durch das Hilfesystem nicht gut geholfen, weil wenn die dann nämlich meinetwegen auf Methadon kommen, dann geraten sie ja in eine medizinisch induzierte Abhängigkeit sozusagen und dann auch in so einen Kontext, der auch oft nicht so gut ist mit Controlletti und irgendwie zu bestimmten Zeiten und nur bei Wohlverhalten kriegst du irgendwie auch mal, darfst du mal zu Hause das einnehmen und so eine Geschichte. Also das ist jetzt nicht, Substitution ist ja nicht immer so ein gesund machendes System, im Gegenteil, also das hätte ich ja manchmal so ein bisschen da drin. Ne? Und deswegen, das sind eben nämlich die sind jetzt nicht immer unbedingt die mit der schweren Kindheit, die können irgendwie bei anderen Leuten wissen, was richtig für die ist, vielleicht auch in so einer Abhängigkeit bleiben. Das ist mir nur deswegen wichtig zu sagen, weil es ist schon wichtig, sich irgendwie adäquat dann Hilfe zu suchen, auch mal zu gucken, was ist denn Nutzen von so einer Substanz? Muss ich jetzt unbedingt so eine Ersatzsubstanz nehmen? Welche nehme ich dann? Also wenn wir im Kontext der Opiate bleiben. Mhm. So, deswegen würde ich sagen, es bleiben diejenigen auf den Opiaten hängen, also in deinen
deiner Utopie in 15 Jahren, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie da einen Schaden oder eine Störung haben, vielleicht aus der Kindheit. Denn zum Beispiel manchmal ist es so, wenn ich jetzt hier diese Anamnesen, also die Vorgespräche mache, dann frage ich mal, wie war denn ihre Kindheit? Wie war denn so die Atmosphäre? Normal. Okay. Und dann sage ich mal, ja, sind sie geschlagen worden? Ja, klar. Ne? So, normal. Ja klar, ne, normal halt, ne? Also kannten halt nichts anderes. Ne? Wenn man sagt, okay, also eigentlich ist nicht normal, ne, dass man so aufwächst, aber deswegen muss man manchmal nochmal nachfragen. Also was habe ich jetzt als normal erlebt? So, und deswegen, es kann manchmal sein, dass man über eine Substanz zu seinem Defizit vielleicht sogar findet. Und dann braucht man halt nur die adäquate Hilfe. Insofern, da wäre ich halt froh, wenn man in 15 Jahren dann die Möglichkeit hätte, dabei zu bleiben. Also jetzt nicht irgendwie umswitchen zu müssen, denen dann Heroin zu geben oder was anderes. Ich meine, bei MDMA ist es halt so, Leute, die keine Erfahrung gemacht haben, wie gut es sich anfühlen kann, einem anderen Menschen nahe zu sein, die machen das erste Mal die Erfahrung vielleicht durch MDMA. Deswegen wird es ja auch therapeutisch eingesetzt bei manchen Persönlichkeitsstörungen, damit man die Erfahrung macht. Es wird aber immer begleitet, dass man nicht allein gelassen wird dabei, dass man sich austauschen kann über die Erfahrung beim anderen, dass ein anderer das einordnen kann. Und das auch tut dann halt. Ja, dass ein anderer das einordnen kann, dass sozusagen, man nimmt jetzt meinetwegen LSD und das sollte man dann nicht alleine tun, dass da jemand dabei ist, der sich auskennt, der einen begleiten kann dabei, der sagen kann, hier, das wird schon wieder, kenne ich und. Also so, dass das eben gut begleitet werden kann, wenn ich jetzt unbedingt das Bedürfnis habe, sowas zu nehmen, dass ich halt nicht deswegen kriminalisiert werde. Das wäre sozusagen die Utopie. Also dass ich die Möglichkeit habe, da auch ranzukommen nach Aufklärung, Beratung. Also ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, das alles durchprobieren zu müssen. So bin ich halt. Ne? Aber wenn jemand das hat, bitteschön, dann soll er aber nicht kriminalisiert werden. Absolut, absolut. Wollen wir ganz kurz mal einmal auf Toilette gehen? Also ich auf jeden Fall. Einmal Takeout. Weil das ist nämlich, glaube ich, ein guter Punkt, dass bei Cannabis ist relativ oft mit dabei als bei Medikation. Genau, also es gibt ja verschiedenste Zusatzmedikationen oder möglicherweise Alternativen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, also das, oder man kann sich das eigentlich immer ganz gut so vorstellen, dass die psychoaktiven Substanzen alle in irgendeiner Form eine Filterwirkung haben. So stelle ich es mir mal vor. Das ist auch bei den ganzen Psychopharmaka, die Ärzte verschreiben dürfen, auch nicht anders. Also Neuroleptikum beispielsweise gegen Psychosen macht dich insgesamt nur langsamer. Das heißt, es kommen ein bisschen weniger Impulse ran und alles wird langsamer. Dadurch kann ich manches wieder besser integrieren. Bei einer Psychose, da leide ich ja darunter, dass mir alles ich kann es gar nicht mehr integrieren und so weiter. Und dann wird das alles wieder so ein bisschen fassbarer. Bei Antidepressiva ist es so, die helfen gar nicht gegen Depressionen aus meiner Sicht, sondern die machen so eine Taubheit, so ein Numbing. Das heißt, ein bisschen scheißegal, also es kommt nicht mehr so viel an mich ran. Und das ist ja manchmal erstmal hilfreich, wenn ich halt sehr belastet bin von irgendwas und es nicht mehr so an mich rankommt, dann kann ja auch eine Depression als Folge dann wieder besser werden. Aber das macht ja nicht direkt die Depression besser. Genauso ist es bei den anderen Substanzen, eben zum Beispiel bei den Opiaten ist es so, die sorgen ja dafür, das weiß man ja, die gehen ja nicht direkt an den Schmerz, sondern die sorgen dafür, dass ich ihn nicht wahrnehme. Also der ist ja da, aber er tut nicht weh. Aber ich sehe, er ist da, aber er kommt nicht, also er kann mich nicht umhauen. Ich fühle ihn nicht. Genau, das ist ja die Aufgabe. Sozusagen das Ibuprofen, das geht direkt an den Schmerzrezeptor und sagt hier nicht feuern und dann wird es nicht ans Hirn weitergeleitet. Die Opiate, die gehen nicht an den Rezeptor, sondern die sorgen nur dafür, dass im Hirn, dass der zwar, dann kommt der Impuls, aber ist mir egal. Ne, also tut nicht weh. So. Und deswegen kann man die so ein bisschen nach diesen Filtern einteilen. Und beim Cannabis weiß man halt auch zum Beispiel, dass das eben auch dann Amplituden von Stressreaktionen reduzieren kann, dass es nicht so ausschlägt, genauso wie bei Benzos. Die machen ja auch nichts weiter als eine Dämpfung. Ja. Alkohol auch. Ne? Wäre mir, also für mich persönlich schon wieder auch too much. Also Benzos und für mich als Filter wäre mir zu viel. Ja, vor allem muss ich echt aufpassen, weil es halt schon
schon, da musst du genau wissen, wie du die konsumierst und dosierst. Ja, alles, was hilft und gut ist, macht abhängig. Ja, ist so. Musst du nicht abhängig sein. Vielleicht nochmal ganz kurz für euch, damit ihr versteht, wie wir da hingekommen sind. In der Pipi-Pause meinte ich gerade, was Sig vorhin angesprochen hat mit der Stressresistenz, mit der Kritikfähigkeit, das habe ich auch ganz krass und ich habe dafür halt Cannabis verwendet früher. Und jetzt habe ich dafür gar keinen Filter mehr. Wenn man mich kritisiert und nicht genau das Wording nimmt, was ich verstehe, sehe ich das als Angriff und raste aus. Ja, also mittlerweile schaffe ich es halt über die letzten Jahre Training mit dem Cannabis. Natürlich habe ich auch viele Male noch falsch reagiert, so, weil ich einfach vielleicht nicht genug geraucht habe. So, ich weiß es nicht. Aber so, wo mich trotz des Cannabis noch gestresst hat. Und das hat mir halt deutlich auch angezeigt, Zeit, um Cannabis komplett ausschleichen zu lassen, den Versuch zu starten, ganz clean zu werden. Da bin ich noch nicht. Und ich bin jetzt halt 10 Jahre opiatfrei. Das ist dann halt auch eine Selbstmedikation, ne? Ja, klar, natürlich. Ich setze das tatsächlich als Medikation ein. Ich bin da auch nicht mehr so rauschorientiert. Boah, das muss richtig knallen und so. Ich rauche keine Geräte mehr, auch schon ewig nicht mehr. Sondern einfach nur Joints. Bei Bedarf auch. Und ich liege gerade so bei einer Menge zwischen 3 und 8 Joints, so. Also jetzt tatsächlich ist es auch ohne Alkohol, ist es noch weniger geworden. So, weil wenn ich nicht trinke, habe ich weniger Rauchbedarf. So, es funktioniert ganz gut und ich mix mir jetzt auch eigenes CBG und da hatten wir vorhin auch ganz kurz, habe ich halt eine sehr muskuläre Entspannung. Der hilft mir, den Filter des THCs noch irgendwie sauber zu sortieren. Ich bin sehr klar trotzdem. Oft die Gräser heute sind ja so psychoaktiv, dass du auch Kopfkino kriegst und so, wenn du ein bisschen mehr von raus. Und ja, so nach und nach wird mein Umgang mit Substanzen, mit dem Konsum immer besser. Ich verstehe mich immer besser. Es ist halt diese konstante Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, nach 10 Jahren bin ich immer auch noch nicht ganz bereit, das ohne, also mein Leben ganz ohne Filter aushalten zu können. Es gibt ja auch Menschen, die brauchen ihr Leben lang in irgendeiner Form Medikamente, dann ist das auch in Ordnung so. Also wird mir beim Blutdruck, sag ich auch nicht, ich bin noch nicht bereit, meine Antihypertensive abzusetzen, würde ich auch nicht sagen. Natürlich macht ja auch keinen Sinn. Insulin ist ja das beste Beispiel. Ich kann ja Sport machen. Ne, und dann weiß ich, geht der vielleicht runter, der Blutdruck. Aber ich habe gar keinen Bock auf Sport, schlucke ich lieber die Tabletten. Ist doch in Ordnung. Ja. Also wenn es die Möglichkeit gibt und ich sage, ich mache das halt, damit kein anderer Schaden eintritt. Also da finde ich immer, das muss man wirklich echt immer ganz nüchtern betrachten. Da ist immer so, hinter Tür manchmal diese Abstinenz, der schleicht sich irgendwie immer ein. Als ob das jetzt ein Drama wäre, wenn ich da irgendwie noch was brauche. Weil warum nimmst du denn das? Weil du nicht ausrasten willst, weil du weißt, okay, es könnte eine Situation kommen, da kommt so ein Bedrängnis. Da reagiere ich vielleicht nicht adäquat, vielleicht aufgrund meiner Biografie, weil mich das an früher erinnert. Ja. Und dann gehe ich in die Verteidigung. Ich weiß aber, da reagiert eigentlich das innere Kind. Ich würde als Erwachsener gar nicht so reagieren. Nämlich kann nicht anders, weil die Automatik anspringt. Ja, genau. Ne, so. Und um das zu verhindern, ein bisschen abgedämmt. Diese antrainierten Verhaltensweisen. Genau, das sind der Reflexe, Schutzreflexe eigentlich. Ja, ne? Können wir nochmal ganz kurz auf die... Also, wir waren ja gerade bei der Utopie. Und bei, also noch Utopie, ich nenne es Zukunftsmusik, dass alle Substanzen erwerbbar sind. Und die Anmerkung fand ich extrem spannend, zu sagen, hey, wenn du merkst, dass das Opioid oder welche Substanz denn auch immer, dass das deine Substanz wird, dann hast du da vielleicht was du gar nicht weißt. Kann ein Hinweis sein, ne? Und aber gleichzeitig sagst du, okay, das ist okay. Also du musst halt nur gucken, dass es nicht... So gelassen musst du denn aber erstmal damit umgehen können, so, wo wir doch jetzt 50 Jahre das Stigma aufgedrückt bekommen haben, obwohl es schon irgendwie seit wie viel Jahren... Wir sind ja auch schon 50 Jahre weiter bei der Utopie, ne? Ja, okay. Ja, da sind wir noch ein bisschen weiter. Dafür gibt es aber Leute wie uns, die eben Aufklärungsarbeit betreiben und
und akzeptierende Arbeit betreiben. Aber das ist ja jetzt auch so. Deswegen, das würde ich auch, glaube ich, denken, also wenn ich sozusagen mit so einer Substanz ein Problem entwickle, dann ist wirklich, wäre es wirklich wichtig, mir sachkundige Hilfe zu holen. Und dann jemanden haben als Gegenüber, das wäre die Utopie, der jetzt nicht sagt, oh, bist ja jetzt drogenabhängig geworden, lass mal die Droge, sondern ups, was ist das für ein Hinweis? Lass mal gucken, wo das da irgendwie. Wo kommt das Bedürfnis her? Wo das herkommt, hören, dass das jetzt bei dir so andockt. Lass mal ins Gespräch darüber gehen, lass mal gucken, was wir da tun können. So, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Das, was wir beim Reingehen gesprochen haben, genau das, als wir unten reingekommen sind. So. Hinter der Kamera sitzt ja, übrigens Conny. Warum konsumieren wir? Also was ist der Grund dafür? Und dann den Grund zu verändern in eine bessere Variante. Genau, das Wichtige ist eben, dass es eben kein Ursache-Wirkungsprinzip, sondern ein Grund und Folge. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Abhängigkeit entwickle, dann ist das eine Folge. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, die das haben kann und nicht nur einen. Nee, ja, oft das ist sowieso das ein großes... Das ist sehr individuell und das muss man halt gucken. Genau, ist oft das eine große Mixtur aus vielen Emotionen. Ich glaube, die Utopie wäre schon die Drogenabhängigkeit sozusagen oder die Substanzgebrauchsstörung als Folge aufzufassen und nicht als Problem an sich. Sondern das kann immer nur eine Folge sein. Ja. Und nicht wirklich ein eigenes Problem. Ist klar, kriegst du eine eigene Dynamik. Ja, ich glaube, da sind klar. Wir an dem, also Leute, ja, die sich wirklich damit befassen, ja, die sind ja jetzt schon an dem Punkt, genau, gesamtgesellschaftlich das zu sehen, das ja ist, glaube ich, das aber recht. Aber viele Gründe das haben kann, ist manchmal ganz spannend, das rauszufinden. Mhm. Ja, und weil die Gründe halt immer individuell sind, ja, jeder seine eigene hat, so ist die Suchtbewältigung halt auch so, oder die Suchtarbeit, ja, ein Riesending so. Wobei so ich jetzt als Fachmann für seelische Störungen oder Erkrankungen, also es gibt natürlich schon Muster oder Cluster, was es sein kann, ne, bestimmte Ängste, gibt ja soziale Ängste, Selbstwertstörungen, ja, ne, ja gut, Existenzängste sind natürlich dann berechtigt. Ne, und dann es gibt natürlich noch, ja, die Ängste, die sozusagen unberechtigt sind im Sinne, weil sie mal gelernt sind und jetzt nicht mehr angemessen sind. Ne? Ja. Wenn ich jetzt fürchte, weil ich als Kleiner irgendwie einen Monat eingesperrt worden bin, aber jetzt trotzdem irgendwie, wenn ich in einen Raum komme und immer noch Beklemmungen habe, obwohl mich keiner mehr einsperrt, dann ist das ja nicht mehr begründet, sondern sozusagen gelernt, aber behindert mich jetzt, im weiteren Leben, jetzt im Leben. Und das ist ja das Problem. Da kann ich ein Beispiel von mir selbst nehmen. Ich habe so eine ganz krasse Angst, dass wenn ich nicht leiste, also wenn ich nicht renne, dass ich dann ja nichts wert bin, nicht geliebt werde und quasi auf Null falle. Dass das, wenn ich aufhöre zu rennen, ist das mein Rückfall. Genau. So, und das damit und umzugehen. Das kommt ja dann auch aus der Biografie, da wirst du, wenn du genau guckst, wirst du halt, dann kann man das sortieren und dann sagen, okay, dann ist die Leistung immer verknüpft worden mit Anerkennung, genau, Liebe, Zuwendung. Und man ist nicht nur um seiner selbst wegen geliebt worden. Wie so, wenn man in den Kindergarten kommt, sagen alle, schön, dass du da bist. Aber hast noch gar nichts geleistet. In dem Sinne freut man sich halt, weil da ein Mensch kommt. Ne? So, aber diese Erfahrung, ich sag mal, das ist ja die Muttererfahrung. Du bist geboren und die freut sich, dass du da bist. Aber hast auch nichts gemacht, außer Schmerzen verursacht. Und 9 Monate Schwangerschaft. Ne? Und irgendwann kommt dann der Vater und sagt so, mal gucken, die sind deine Zensuren, die sind jenes. Also ne, dieses geliebt zu werden vor aller Leistung, das ist etwas, was oftmals ein Mangel, glaube ich. Da kann man sehr empfindlich sein. Und oder dann eben nur geliebt zu werden wegen Leistung, also verzweckt werden, ne, es reicht halt auch nicht. Ne, und dann, das sind alles psychotherapeutische Inhalte und Themen, die man dann halt mühsam Stunde für Stunde aufarbeitet. Ne? Und da überhaupt an den Punkt zu kommen, dass ich das sehe und verstehe. Ja, ich habe schon 10 Jahre gesehen und habe mich trotzdem dagegen gewehrt. Also, weißt du, wie anstrengend es ist, das alles aufzuarbeiten? Hast doch gar kein. Weißt du, hast schon keinen Bock mehr drauf. So, also, allein der Gedanke jetzt irgendwie, was denn? Soll ich jetzt 25 Jahre emotionalen Müll irgendwie aufarbeiten, du, also, alle komischen Gefühle, aber ja, genau, das war der springende Punkt, hinten sauber machen, damit vorne schön ist. Um Psychotherapeut zu werden, ne, musste ich auch 150 Stunden Selbsterfahrung machen, das ist quasi 150 Stunden, das ist wie 150 Stunden Psychotherapie, das ist jetzt auch nicht wenig. Ne? Nee. Ich kann nur sagen, also für meine Lebensqualität war das sehr gut,
Glaube ich. Ja, und meine Frau hat auch immer gesagt, seit du da hingehst, das ist viel einfacher mit dir. Weil die andere sagen, mit dem man nicht in einer Beziehung steht, was da irgendwie vielleicht verquert, wenn der Partner das sagt, fühle ich mich dann oft angegriffen oder so. Na, aber das vielleicht noch wichtig zu sagen, die persönlichen Themen, also das, was wo da Störungen, Defizite oder wie auch immer man das nennen will, Beeinträchtigungen, muss man gar nicht so negativ sagen, die werden am deutlichsten in Beziehung. Ja. Ne? Da werden die am deutlichsten. Das ist die größte Herausforderung, ist eine Paarbeziehung eigentlich, weil du hast deine Themen und sie hat ihre oder der Partner hat seine Themen. So, und je nachdem, wie kompatibel, nicht kompatibel ist, ist das nämlich immer nicht so einfach. Man wird immer auf seine Themen zurückgeführt. Da geht es ja auch um Anerkennung und geliebt werden wollen. Dann beleidigt, Rückzug, Enttäuschung und diese ganzen Themen. Also ich war dann auch vor der Selbsterfahrung habe ich viel schneller beleidigt irgendwie reagiert oder irgendwie mal einen Tag nicht gesprochen oder so. Ja. Das kommt alles nicht mehr vor. Ne? Das kenne ich also. Der rede ich jetzt. Ja, genau. Ja, oder alle haben sich gegen, keiner mag mich und alle verschwören sich gegen dich und so. Ne? Also das, das schon kann ich immer nur empfehlen. Oder was mache ich denn ständig? Was ist denn der Grund? Was habe ich denn falsch gemacht? Das habe ich schon wieder falsch gemacht. Das ist so eine meiner ersten Fragen, wenn meine Partnerin zum Beispiel irgendwie aus mir einem unerklärlichen Grund eine Fresse zieht. Eigentlich ist doch alles gut. Irgendwas habe ich gemacht. So. Ich muss ja irgendwas falsch machen, sonst würde die gar nicht so gucken. Genau. Aber dass die vielleicht einfach nur guckt, weil irgendwas anderes sie gestört genau, hat. Genau, so. Also ich habe mir jetzt über die letzten Jahre auch antrainiert, so, weil es immer wieder an diesem Stelle auch Streit gab, nicht mehr zu fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Weil sie dann sagt, so genau, was hast du denn? Was bedrückt dich denn? Was gibt es dann? Sag es doch einfach. Und also die richtigen Worte zu finden, um den anderen nicht auf die Füße zu treten, das ist auch nochmal eine Kunst für sich so. Vor allem, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, mit Emotionen und das anzusprechen und auszusprechen. Ich bin froh, wie die Emotionen, dass ich weiß, wie sie jetzt heißen. So, aber die richtigen Worte zu finden, ist immer noch auch ein Riesenproblem. Aber mittlerweile, ja, habe ich dann gelernt, okay, runterschlucken, sie auch. Also wir lernen beide. Jeder Streit hat am Ende auch etwas Positives, weil wir das in kürzester Zeit mittlerweile abhandeln, wieder zusammenfinden und das dann in Ruhe auch nochmal aussprechen. Aber ja, das ist die Emotion, das ist das größte Ding so und deswegen konsumieren wir, glaube ich. So, weil oft das ist ganz, ganz schwer zu handeln. Ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann mal hinkriege in meinem Leben, mich in mir wohlzufühlen, ohne zu konsumieren. Also nüchtern. Nüchtern in Anführungszeichen jetzt so ein bisschen krass. Aber obwohl ich auch ganz nüchterne Tage zwischendurch habe. Das klappt, aber das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich habe jetzt kein riesiges, mieses Trauma mitgebracht, weswegen ich süchtig geworden bin. Das war eine dämliche Aussage von einem blöden Typen. So, ja, der und dann darunter leben zu müssen. Und da, ja, ja, natürlich, das ist dann, aber wenn ich mir Alicia angucke, irgendwie, die dann mit 5 schon ein Jahr in so einem Keller gehalten wurde und da jeden Tag irgendwie 20 Männer, Pädophile rübergegangen sind, wie willst du denn sowas aufarbeiten, Alter? Oder jetzt ab. Ohne diesen Filter leben können. Das ist doch ein Ding, der geht unmöglich. Auch. Ne? Also, geht bestimmt ja, auch. Ja, geht auch. Aber deswegen, also es muss nicht immer dann in eine irgendwie Substanzgebrauchsstörung münden, weil manche haben ja vielleicht gar nicht nie Kontakt mit solchen Substanzen gehabt und wissen gar nicht, dass das helfen könnte. Könnte ja. Ne? Die sitzen dann irgendwie in der Psychiatrie und haben andere Probleme. Ich würde an der Stelle gerne, ich habe es strukturell ein bisschen doof aufgebaut, weil es gibt ja auch für Opioide und speziell für Heroin auch einen Antagonisten. Es müssen also gar keine Leute an Atemdepression eigentlich sterben. Dieser Antagonist ist Naloxon und relativ, also meines Erachtens relativ schwer zu bekommen. Ist das immer noch so oder wie ja, ist das so? Naja, das ist halt so, der muss halt verschrieben werden. Das ist halt auch wieder eine Arznei, die wieder in ärztliche Hand gehört. Und dann hat man sich sehr schwer getan, das Laien in die Hände zu geben. Oder wie sollte man das machen? Die ganzen Regulatorien und so. Aber es gibt ja jetzt seit einem Jahr, glaube ich, auch über Accept vorangebracht, so ein Naltrain-Modellprojekt, wo das eben
verteilt wird, vor allem in Konsumräumen, wo Leute geschult werden, wie man das anwendet, wann man das anwendet, so ein Spray, was man dann in die Nase, so ein Asthma-Inhalator, ne? Genau, in die Nase dann sprühen kann. Aber es muss natürlich dann, wenn so ein Drogenunfall passiert, dann jemand da sein, der das in der Tasche hat. Sonst hilft es ja nichts. Und insofern weiß ich noch, ich weiß es deswegen, weil die ja Ärzte gesucht haben, die das dann auch verschreiben, damit man das dann verfügbar machen kann. Und da beteiligen wir uns auch dran, einfach, dass das möglich ist. Aber es kommt sehr schleppend, aber da ist das in Gang. Und jetzt gibt es eben dieses Modellprojekt, was da gestartet wurde, wo man auch nochmal zeigen will, dass das dann auch hilfreich sein kann und eben vielleicht den einen oder anderen Todesfall dann auch verhindern kann. Das wäre natürlich super, wenn es das mehr gibt. Also tatsächlich in Nemexin, Naltrexon oder... Das Problem nur, was ja mal unterschätzt wird, oder das muss man ja immer nochmal dazu sagen, es wirkt halt nur eine halbe Stunde. So, jetzt beim Wiederholen bei einer Überdosis? Genau, und das heißt, wenn ich eine Überdosis habe und sagen wir mal, es hilft, dann kann ich davon ausgehen, dass nach einer halben Stunde das wieder alles rückfällig ist. Das heißt dann nicht so nach dem Motto, jo, alles klar, tschüss, habe ich dir ja geholfen, sondern muss dringend dann irgendwie Krankenwagen gerufen werden oder dabei bleiben, weil das eben eine kurze Wirkdauer nur hat. Dann wäre es doch, also das ist die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wieso ist es dann nicht in jeder Apotheke frei verfügbar, dass man das rein theoretisch immer in der Tasche haben kann? Ist es die gleiche Angst, die es beim Cannabis gerade gibt? Ja, wenn wir das machen, dann wird halt auch geballert. Das macht ja nicht süchtig. Das macht es nicht abhängig. Aber dass dann mehr Heroin konsumiert werden würde? Nee, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Oder unvorsichtiger konsumiert, aber das glaube ich nicht, weil keiner will sich umbringen, es sei denn, es ist eher ein Kostenproblem, schätze ich mal. Würde ich jetzt mal tippen, wer zahlt das? Ne? Wer soll das bezahlen? Ich habe das in der Mixin damals teilweise auf ein Privatrezept, habe 70 Euro oder so für die Packung bezahlt. Damals und ich habe mir das so, also für mich war das Medikament, was mir den Ausstieg immer, also man muss halt vorher entgiften und dann kannst du es nehmen, aber das war so immer ein Ziel, Entgiftung und dann das nehmen und vor allem das wirkte auch, funktioniert sehr gut bei mir. Genau, ist ein Kostenproblem. Ja, ist ein Kostenproblem. Vielleicht gibt es gar keinen, also ich kenne mich da zu wenig aus, weswegen das jetzt nicht verfügbar ist oder so, wird es immer, meistens sind es ja die Kosten. Oder wer übernimmt das oder wer bezahlt das? Plus, das ist auch nicht immer ganz unumstritten. Wie gesagt, also ich muss da gut, es ist besser, wenn ich auch geschult bin, wenn ich das in der Hand habe, damit ich solche Sachen weiß. Es wirkt halt nicht so lange. Und wenn ich Pech habe, dann löse ich ja einen Turboentzug aus und derjenige springt auf und sagt, ich brauche jetzt neuen Stoff, bricht dann aber halt eine halbe Stunde irgendwo anders zusammen, weil das dann halt wieder der Antagonismus weg ist. Außerdem sind es ja meistens Mischintoxikationen. Kann ja auch Benzos sein oder Alkohol. Ja, genau, aus dem Grund bin ich ja so ein Freund von Konsumkompetenz, dass die Leute lernen dürfen, was sie dort machen. Und dann wüsste man das ja. Und verantwortungsvolle Konsumierende, die dieses Wissen haben, die wüssten ja dementsprechend auch, okay, in einer halben Stunde brauche ich das vielleicht entweder nochmal oder ich habe mir bis dahin Hilfe gerufen. Also ich kenne das, ich wusste das bis dahin nicht. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, habe ich auch eine kleine Doku hier in einem Fixraum in Berlin gedreht. Und da waren gerade zu der Zeit waren diese Schulungen mit dem Naloxon und dem Inhalator. Da habe ich das halt auch das erste Mal gesehen und das war gerade bei den aktuell. Da habe ich auch gedacht, eigentlich müsste das jeden, der so eine Schulung macht, ich glaube, die haben das auch gemacht, jedem so einen Inhalator auch mitgegeben. Auf aber nicht ohne Schulung dann? Nicht ohne Schulung dann, genau. Also so, aber dass nach und nach immer mehr Leute, die retten, helfen können. Ja, das waren ja die Vorprojekte, ne? Und daraus ist jetzt dieses Modellprojekt für ganz Deutschland entstanden, und so, dass das ein bisschen mehr in die Breite gehen soll. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Also Privatrezept könnte ich mir gut vorstellen. Das geht immer, aber nee, das geht ja dann sogar darum, dass man es dann eben irgendwie auf Kasse verschreiben kann. Ja, also so ein Privatrezept, ein Süchtiger, nur um andere retten zu können. Ja, wenn der Inhalator 70 Euro kostet, dann sind das 5 Riegel Benzos oder ein Tag richtig koksen.
So, weißt du, also da bin ich. Deswegen bin ich ja, das ist manchmal auch eher für vielleicht auch für Angehörige oder Partner, dass die dann eben auch mal was in der Hand haben, so, dass sich nicht so ohnmächtig fühlen müssen. Mhm. Für die wäre es ja auch gut. Ja. Ja, wenn Ehefrau zu Hause jeden Abend das genau. Bild ertragen ja, muss und dann kann ich vielleicht ja, was genau. machen. Ja, wenn genau. Wenn er wirklich auf... Ja, genau. So. Lass uns doch mal kurz noch einen kleinen Blick in die Zukunft machen. Glaubst du, so eine Praxen wie deine werden mehr werden? Und wie ist die Zukunft deiner Praxis? Also wie ist dein Plan? Also, naja, also erstmal muss man sagen, dass Substitution ganz grundsätzlich ein Riesenproblem hat. Ne? Dass die Ärzte, die so in den 90er Jahren angefangen haben mit Methadon, so die 68er-Generation, die Idealisten, die den HIV-Leuten und so weiter helfen wollten, die gehen jetzt alle in Rente. Das heißt, wir haben in den nächsten Jahren ein riesen Nachwuchsproblem. Das heißt, wenn ja immer weniger Ärzte, die das machen, die Praxen werden immer größer, was nicht gut ist eigentlich, ne, wenn da zu viele Leute sind, kann man die nicht mehr vernünftig behandeln. Das heißt, da wird es erstmal ein Problem geben. Also Zukunftssorgen habe ich jetzt nicht, so grundsätzlich Substitutionen. Was Diamorphin angeht, ist halt das Problem, dass du so eine Praxis nicht einfach mal eben so aus einer bestehenden eröffnen kannst, weil du halt 12 Stunden am Tag geöffnet sein musst, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das heißt, das kannst du nicht alleine machen als Arzt. Also ich könnte das nicht alleine, sondern ich habe halt ärztliche Kolleginnen, die das unterstützen muss, weil immer ein Arzt da sein muss. Mhm. Plus Mitarbeiter, immer 3 pro Dienst sozusagen. Also es ist ein Riesenbetrieb. So, und das macht ja nicht jeder gern, dann schon nicht für Drogenabhängige, dass man dann noch einen Kredit aufnimmt, so ungefähr, kann ich mein Geld theoretisch auch anders verdienen. Ne? So, das ist, glaube ich, so, das ist erstmal der Hinderungsgrund, es ist schon nicht so ganz einfach, so eine neue Praxis aufzumachen. Da muss ich natürlich auch noch den Sinn sehen da drin, ne? Mhm. Haben wir ja vorhin öfter gehabt, also dass das wichtig ist. Und das haben halt nur diejenigen wirklich gesehen, die dabei waren und es gemacht haben. Also habe ich ja am Eingang erzählt, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie wirksam das ist, so dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie so eine Praxis da aufzumachen. Wenn jetzt irgend so ein Psychiater, der immer Psychotherapie macht oder so. Ne? Also das also braucht Informationen dann auch nochmal und dann Leute begeistern. Sind ja ein paar Praxen dazugekommen, waren dann aber auch eher so, ja, vielleicht ein bisschen... Ich bin jetzt kein Idealist oder so, sondern einfach überzeugt davon, von dem, was ich tue, weil ich es ja auch gesehen habe. Aber klar ist natürlich die Klientel nicht immer auch nur ganz handzahm. Da gibt es natürlich auch mal Schwierigkeiten. Aber eigentlich eher aufgrund so der Persönlichkeitsstruktur. Also diese Beziehungsstörungen sind natürlich, beziehen die auch Dinge auf sich, sind beleidigt, reagieren aggressiv, wenn sie was falsch verstehen. Dann muss man ja auch alles wissen. Von so einem Behandlungsteam. Also, es passiert ja auch, weil wir sind ja hier eng in Beziehung. Ne? Ist schon, wir sind ja Bezugspersonen und da passieren so Dinge. Also, das macht es halt, sagen wir mal, unattraktiv. Aber das hat doch jeder. Also jeder Patient, jeder hat doch Patienten, die schwieriger sind. Ja, aber du hast aber nicht jeden Tag. Ne? Und das über Jahre. Ne? Das ist schon speziell, ne? wenn du hier jemanden jeden Tag zweimal täglich siehst, so für 1 Stunde oder 2. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und es ist ja optisch auch noch ein Unterschied zu den Normalpatienten. Nee, das eigentlich nicht. Also wenn du, naja gut, ich vielleicht mal, auch, weil ich dazugehöre. Genau Bauer erkennt seine nee, Schweine am Gang. Ja, aber die meisten erkennt man nicht mehr so. Also sind jetzt nicht das Klischee. Nee, aber die Vorstellung davon, von einem jungen Arzt, der sich entscheiden muss, jetzt ja, vielleicht, was will ich machen, aber er hat halt das Junkie-Bild vielleicht. Genau, aber das ist völlig ungerecht. Also das passt nicht, wenn Patienten da gut behandelt sind, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Kann man es auch nett machen und muss jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit. Ja, aber so viele optische Beispiele, du hast ja eben gesagt, du musstest das auch erst sehen. So. Und ja, das, was die Ärzte, die nachkommenden Ärzte jetzt sehen, sind halt die 70% Methadon-Patienten, die sich dann irgendwo im Park zusammenrotten und um 10 Uhr sich schon das Bier reinkippen. Und die sehen halt nicht wesentlich besser aus, auch nicht nach 8 Jahren Methadon. Das heißt, wir steuern auf den Fachkräftemangel zu. Auf jeden Fall, das wird ein Riesenproblem werden, vor allem in der Fläche, im Land. Also das ist ja nur der Bereich Substitution. Ich meine, guck mal, bei den ganzen Abhängigkeitserkrankungen ist es sowieso schwierig. Als Alkoholiker, wo gehst du denn dahin? Außer entgiften. Und wenn du noch Privatpatient bist, dann hast du schon komplett verloren. Also das ist schon, ja, das ist echt ein Problem. Also dass es da wenig Leute gibt, die sich damit beschäftigen.
Und da kann man natürlich immer viel über Aufklärung und dies und jenes und wir machen kontrollierte Abgabe und was wir vorhin philosophiert haben, oh, dann stelle ich fest, ich habe ein Defizit. Aber da habe ich aber keinen, mit dem ich dann reden kann. Also es wär schön, aber wie gesagt, wir hatten ja auch gesagt, Utopie, aber da gibt es keinen. Ne? So. Und das ist, glaube ich, das ist die Schwierigkeit. Was es leichter machen würde, und das kommt in mittelbarer Zukunft, wäre, dass jetzt die Patienten nicht gezwungen sind, sich das immer zu spritzen, sondern dass es mal die Tablette gibt. Ja. Die ist ja ähnlich wirksam, dauert ein bisschen länger, aber dann wirkt das halt auch. Der Kick ist nicht so stark und so, alles ein Ja, bisschen mehr milder. First Pass Effekt Aber und sowas genau, alles. aber im Aber das Prinzip Endergebnis ist das das Gleiche. Endergebnis, die Langfristwirkung, um die es eigentlich geht, jetzt sozusagen in der Behandlung, das ist die gleiche. Und wenn wir Glück haben, dann ist vielleicht in 2 Jahren kommt das. Dann wird das auch erstmal nur in diesen Ambulanzen sein. Aber vielleicht ist es irgendwann ja so, dass man sagt, okay, ob ich nun Pola nehme oder eine Heroin-Tablette und wenn ich nicht tolerant bin, sterbe ich von beiden. Ist das eine nicht gefährlicher als das Das andere. andere? Ne? Vielleicht sagt man dann, ich muss jetzt nicht hier so einen Rahmen haben, der dann noch überwacht ist und Alarmanlage und Polizeiaufschaltung und so weiter. So dass man das ein bisschen mehr, so wie die Schweizer, auch pragmatischer, einfacher abgeben kann, so dass man dann halt einfach da einfacher behandelt, also dass man die Auflagen nicht so hoch macht, weil es halt immer noch um Heroin geht und das eben noch in den Köpfen, auch damals der Politiker war, hat man die Hürden möglichst hoch gemacht. Die müssen abgesenkt werden, dann gibt es auch mehr Praxen. Dann, dass an jede Großstadt mindestens so eine Praxis hat, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Naja, aber ich weiß, dass das auch noch eine Frage von dir war, wo geht so die Reise hin? Ich meine, die Heroinabhängigkeit oder der Einstieg, das ist ja eine Droge, die ist out. Also ist ja nicht mehr Alte besonders. Männerdroge, habe ich schon Genau. gehört. Ja, Oh, du gut, konsumierst dann alte nehme ich ja Männerdroge. Tetramadol oder Genau, also da wird jetzt eigentlich keiner mehr so großartig von abhängig, weil das einfach eine Loser-Droge ist. Im Grunde genommen, also wer dann Heroin nimmt, ne, so ungefähr. Das heißt, die Patienten werden eher älter. Also wir haben hier einen Schnitt von 44 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Vor 15 Jahren war der Schnitt noch bei 34, 33, sozusagen in der Zusammensetzung der Menschen, die wir hier behandeln. So, und das heißt, wir kriegen einmal das Problem, dass die älter werden, weiterhin behandelt werden sollten, müssen. Da gibt es keine Pflegeheime für, weil die wollen ja wieder mit Betäubungsmitteln nichts zu tun haben. Also das wird ein Riesenproblem Oh werden. ja. Also wie man die sozusagen in die Zukunft weiter begleitet. Es wird nicht so viele neue, in Anführungsstrichen, geben, die neu abhängig werden. Es werden wahrscheinlich andere Substanzen Schleicht sein. sich das aus? Genau, Ja, das hat die man in der Jugend jetzt Schweiz, hat man in der so Schweiz auch gesehen. Tilidin, Also Oxycodon, die da fahren die jetzt gerade drauf genau, ab. der Altersschnitt, der steigt über die Jahre. Und insofern wird man sehen, aber es wird immer in der Gesellschaft eine Droge geben, die dich irgendwie anregt und eine, die dich beruhigt. Muss man ja halt gucken, welche das dann sind, ob es dann das Cannabis wird oder keine Ahnung. Ne? Aber das wird's immer, wird man immer nutzen wollen. Insofern schwierig zu sagen, um es abschließend zu beantworten, aber werden zumindest in den Fachkräfte-Ärztemangel wahrscheinlich hineinlaufen. Keine coolen Also, Aussichten. ey, Leute, studiert Medizin und Es gibt sogar einen Ärztemangel, wird es ja sowieso auch geben. Ne? Also das kommt ja auch dazu. Jetzt nicht nur gerade im hier, ländlichen Raum, ja. überall, weil zu wenig dann ausgebildet sind. Aber das gibt immer, schlägt immer so um. Entweder gibt es die Schwemme oder es gibt einen Mangel. Und wenn der Mangel ist, dann sagt man ausbilden, dann kommt wieder die Schwemme. Und also, das ist ja irgendwie immer Auch so. nur ein Und fortlaufender Kreislauf, ne? ja, und man kann natürlich auch noch Krankenhäuser mehr, dafür plädiere ich immer, noch mehr Krankenhäuser einbeziehen, damit dann auch die Ärzte, da werden ja die Ärzte ausgebildet, damit die frühzeitig auch so eine Behandlungsform kennenlernen. Sonst lernt man das ja erst kennen, wenn man schon niedergelassen ist. Und wenn man gefragt ist, im Studium oder so, kriegt man das ja gar nicht mit. Also da kann man beruhigt sein, da sind viele Initiativen unterwegs, auch der. Die alte Bundesdrogenbeauftragte, die Frau Ludwig, die hat das schon angestoßen, Umfragen gemacht bei Medizinstudierenden. Die wollen eigentlich alle mehr über Sucht auch erfahren, auch im Studium, sind da offen für, die hatten immer Angst vor den bürokratischen und rechtlichen Hürden. Ist ja alles erledigt worden, dass man jetzt nicht mehr mit einem Bein im Knast steht, wenn man jetzt Drogenabhängige behandelt, auch mit Betäubungsmittel.
pflichtigen Substanzen. Das war ja früher mal tatsächlich so. Das ist aber alles Berufsrecht und so. Also das sind die Rahmenbedingungen sind viel besser geworden, es ist nur noch nicht angekommen. Das weiß noch keiner. Muss man erstmal aufklären und ja, mal gucken, wird schon. Okay. Ja, die Ausbildungsstätten mit reinbringen, damit es Muss von es. Anfang an für jeden, der teilnimmt, auch klar ist. Ja, guck mal, Irgendwie das, was du so. machst, das ist ja auch so, dass, wenn ich nur gesehen habe, wie viele Mitarbeiter da deine YouTube-Videos gesehen haben, das ist ja schon auch Aufklärung dann und vielleicht guckt das dann auch mal der eine oder andere, der Medizin studiert oder so und dann denkt sich, Mensch, das war eigentlich vielleicht nicht so unattraktiv. Also wir tragen ja auch unseren kleinen Beitrag dazu, dass da vielleicht der eine oder andere sich das auch nochmal überlegt. 100 Es Pro. gibt schon viele, Ja. viele, viele Studienarbeiten jetzt, also wo sie für ihre Klassenarbeit irgendwie dann Referate Du, wir haben ja über auch das Thema Klassen, die Sucht. anrufen, die Diamorphin als Projekt machen und so Ja. sich hier erkundigen, wo man denkt, wow, so 16, 17-Jährige. Das ist Ja. genau der richtige Weg. Und Ja. tatsächlich schreiben, dich wahrscheinlich auch, und mich schreiben auch ganz viele Fachkräfte an aus dem sozialen Bereich, Ja. die immer wieder betonen, wie wertvoll diese Arbeit ist, weil es halt da Defizite anscheinend gab. Ihr Lieben, ich würde an der Stelle mit der abschließenden Frage, Ja, wir können stundenlang quatschen, genau, aber es wird langsam dunkel. es wird langsam dunkel. Wie geht es bei euch beiden weiter? Also fangen wir bei dir an, Sek, weil du bist ja jetzt ein paar Minuten nicht zu Wort gekommen. Wie geht es bei dir persönlich weiter? Bei mir persönlich geht es so weiter, wie ich den Weg jetzt für mich selbst auch geebnet habe. Ich versuche mir noch mehr Punkte in mein Leben einzubauen, die mich glücklich machen. Also so einfach, um das Leben auch mal genießen zu können, trotz viel Arbeit, trotz all dem emotionalen Stress, den ich jetzt gelernt habe, auszuhalten. Meine Formate weiter ausbauen, du weißt, was geht. Call Lieber Six, Schurbe für die Ohren. Ständige Auseinandersetzung. Ich habe einen Verein gegründet vor einigen Jahren, Stigma e.V. Gemeinnütziger Verein. Wir haben ein Konzept Lernen aus Lebenserfahrung aus meiner Biografie entwickelt. Damit sind wir jetzt schon 5, 6 Jahre unterwegs. Ja, hier bei Leuten, die so berufsbildendes Jahr machen oder so, FSJ. JGD, FSJ und wie sie alle heißen. An Schulen auch, sogar für die Polizei Seminare Super. geben. Und letztendlich ist das, ja, dieses Geschenk, was ich da gekriegt habe, diesen Job, das möchte ich weiter ausarbeiten, weil letztendlich ist vermutlich die präventive Arbeit oder die Stigma-Arbeit, das, was am Ende übrig bleibt, wenn Bühne etc. alles irgendwann mal wegfällt, ist das dieses so, wie du eben sagst, du hast keine Zukunft, sagst, was die Arbeit angeht, das wird immer passieren. So. Und ja, deswegen habe ich vermutlich auch immer noch was zu tun. Und es ist Arbeit, die mir, also auch für mich ist das so der schönste Teil meiner Arbeit. Ja, das andere ist so Entertainment. Ich treffe verrückte Leute, ich mache lustige Sachen, sehe verrückte Orte, keine Ahnung. Aber das mit den Kids zum Beispiel an Schulen und so, das ist die emotional wertvollste Arbeit. Da fließen ganz oft Tränen und so. Und das ist das, wofür ich mich immer geschämt habe, für meine Emotionen. Das darf ich jetzt halt ausleben und kriege die Rückmeldung, dass das richtig ist und schön ist. Und das ist so, da will ich mit Nicole weiter an Beziehungen arbeiten. So, sie hat auch einen Grüße an der Stelle. Sturkopf, genau, fast so schlimm wie ich. So, da prallen zwei Betonköpfe aufeinander. Aber auch das lerne ich immer mehr, immer besser, natürlich auch mit ihrer Hilfe. So, und weil ich bereit bin, jetzt auch endlich zuzuhören. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht zuhören wollen. So. Ach, was labert ihr? Hört halt deine Schnauze, du Spaß, mache ich selber. Und also bin ich halt immer damit umgegangen. Und es ist so was ich jetzt auch genieße, mal die Schnauze zu halten, zu können und den anderen wirklich zuzuhören und auch also ein Teil davon sein zu können. Und das baue ich einfach weiter aus. Glücklich werden ist das Ziel. So gut wie es natürlich irgendwie geht, weil Scheiße passiert immer. Aber ja, lernen. Glücklich zu werden. Das ist schon mal auch noch weiterhin das Ziel. Hammer. Wie ist es bei dir, Thomas? Du, boah, also in 3 Minuten beginnt hier die nächste Vergabezeit. Mich sozusagen wieder ganz zuständig sozusagen im Hintergrund. Ansonsten, ja, das Weitermachen, das vielleicht auch ein bisschen aufschreiben. Und ich habe so gemerkt, macht das ja jetzt 15 Jahre, oh, mittlerweile 15 Jahre tatsächlich am Stück. Habe ja in Hannover jetzt auch noch
mitgeholfen, dass die Praxis da erhalten bleibt. So, also bin ich arbeitsmäßig ausgelastet und merke so, jetzt bin ich 52 oder werde jetzt 52, so jetzt haben wir noch irgendwie 15 Jahre, theoretisch bis zur Rente, aber so ein bisschen das auch noch weitergeben, deswegen mache ich jetzt auch sowas gerne mit, also Aufklärung betreiben, so ein bisschen politisch auch engagieren, bin so in so ein paar Gremien, dass jetzt also meine Generation da auch nochmal beiträgt, das so Sachen zu ermöglichen. Das ist ja dann auch mal viel Arbeit und viel Zeit. Das ist ja ehrenamtlich im Regelfall und ich habe ja hier auch genug zu tun. Sondern bin ja, das ist ja wie so ein kleines Wirtschaftsunternehmen, so als freiberuflicher Arzt, hast du viele Mitarbeiter, muss man sich ja auch drum kümmern. Aber da noch ein bisschen mehr Zeit investieren, also da Aufklärung zu betreiben. Habe auch schon immer mal überlegt, machen wir mal so ein tatsächlich so ein YouTube-Format in dem Sinne oder hier dann irgendwie auf der Homepage irgendwann, wo man sagt, okay, was sind die Aufnahmekriterien, wie läuft die Behandlung ab und so weiter, ist das hier eine Endstation oder ist das ein Sprungbrett? Ne, also wenn du jetzt zu Diamorphin googelst, findest du halt nichts. Ne, also das ist wahrscheinlich, was wir jetzt heute gemacht haben, das Ausführlichste dazu oder manchmal den einen oder anderen Artikel. Das gibt einfach viele Vorurteile, Vorbehalte, so, also da eben auch die Stigmatisierung abbauen, das Reduzieren auf irgend so einen Aspekt da, Droge, der Menschen nicht gerecht wird, da was zu machen, ein bisschen auch nachzudenken, wie kriege ich das in der Behandlung hin, dass das vielleicht eher gelingt, jemanden da Zuversicht zu geben, sich nochmal auf den Weg zu machen, solche Dinge, also das ist so das, ja, was mich bewegt und wo ich mich dann auch in Zukunft gerne noch engagiere. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, aus der Szene kann ich auf jeden Fall sagen, weil du hast da auf jeden Fall einen Namen. So. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Vielen lieben Dank, dass mich auch. Du dir die Zeit genommen hast. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ebenso. Den Rest machen wir off-cam. Ihr Lieben, danke, dass ihr am Start wart. Alle wichtigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Richtig. Ciao. Peace. Ciao.